Er spielte Alex P. Keaton, Marty McFly, den Teenwolf. Er hat etwas Koboldhaftes an sich, aber ohne zu nerven. Sein Humor ist unglaublich. Er ist mutig und talentiert. Ich will nichts beschönigen. Es kotzt mich an. Es nervt. Ich will nicht als krank gelten. Er nimmt etwas so Niederschmetterndes und sagt, ich kann da etwas bewirken. Seine Karriere begann in den 80er Jahren mit der TV-Serie Hilfe, wir werden erwachsen. Als konservativer Teenager, der Nixon verehrt, prägte er vielleicht auch ein ganzes Jahrzehnt. Frauen fanden ihn sehr anziehend. Und Männer mochten ihn ebenfalls. Er hatte etwas Tollpatschiges an sich. Und selbst wenn er an deinem Stuhl sägte, musstest du ihn mögen. Er entwickelte ein feines Gespür für Komik. Er konnte mit nur einem Witz drei Lacher bewirken. Bereits mit 21 Jahren hatte Michael J. Fox viel erreicht. Eine höchst erfolgreiche Fernsehserie und die Hauptrolle in einem der größten Kassenschlager aller Zeiten, Zurück in die Zukunft. Damit festigte sich sein Status als A-Promi. Und selbst seine schlechteren Filme erzielten Millionenumsätze. Er hielt Teenwolf wahrscheinlich für einen unbedeutenden Film, der ihm nichts bringen würde. Schon allein wegen des Titels. Teenwolf. Es schien egal, welche Rolle er spielte. Das Publikum liebte Michael J. Fox einfach, auch heute noch. Jetzt ist es schon 17 Jahre her, dass die Serie vom Bildschirm verschwand. Und Menschen fragen mich noch immer, wie war es, mit Michael J. Fox zu arbeiten? Das ist die erste Frage. Man neidet Michael J. Fox seinen Erfolg nicht. Denn er ist nicht der Größte und nicht der Bestaussehendste. Er sieht gut aus, aber man gönnt es ihm. Man freut sich für ihn. Viele Leute fragten nach ihm. Heute erst wurde ich gefragt. Sprichst du mit Michael? Wie geht es ihm? Sie lieben ihn. Trotz seines Erfolges und seines Ruhmes bekommt Fox ein seltenes Kompliment für einen Hollywood-Star. Er ist bodenständig geblieben. Er ist sehr normal und auch dankbar für den Erfolg. Er ist absolut keine Primadonna. Michael J. Fox ist wie jedermann. Ein bisschen klüger als der Durchschnitt, aber man mag ihn und man kann sich mit ihm identifizieren. Viele Schauspieler mit einem geringen Selbstbewusstsein gehen aus, weil sie die Veränderung im Raum spüren wollen, den sie betreten. Sie müssen ihren Ruhm fühlen. Mike spiegelte sich in seiner Arbeit wieder. Michael J. Fox' Sprung vom Fernsehstar zum Filmstar war offenbar mühelos. Der Sprung zurück gelang ihm mit derselben Eleganz. Aber die Rückkehr in das Medium, das ihn zum Star machte, brachte Veränderungen mit sich. Fox wollte nun mehr Einfluss. Mike hatte eine komplett andere Aufgabe bei Chaos City als bei Hilfe, wir werden erwachsen. Und er trug mehr Verantwortung. Als leitender Produzent hatte er ganz andere Aufgaben, als nur zu spielen. Mike kennt die Abläufe beim Dreh genau. Und er weiß, was nötig ist, damit so eine Produktion Erfolg hat. Chaos City zeigte seinen Fans, warum der Schauspieler seinen Ruf als Serienkönig erhalten hatte. Aber es war längst nicht so problemlos, wie es nach außen wirkte. Hinter den Kulissen versuchte Michael J. Fox, ein schmerzhaftes Geheimnis zu bewahren. Mit 30 Jahren wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. Durch die Krankheit verlor er die Kontrolle über seine Muskeln. Es war ihm fast unmöglich, die gewohnte Leistung zu erbringen.
Es war schrecklich, ihn, den Perfektionisten, damit kämpfen zu sehen und zu beobachten, wie er die Kontrolle verlor. Die Leute, die 8 bis 10 Stunden am Tag mit ihm arbeiteten, wussten, dass es Probleme gab. Aber man hatte uns erklärt, dass er an Borreliose litt und er hatte eine gute Geschichte parat. Er ist eben ein guter Schauspieler. Michael J. Fox tarnte die Symptome gut, aber sein Körper verriet ihn, als die Krankheit weiter fortschritt. Der ganze Produktionsplan musste geändert werden, denn wir konnten nur arbeiten, wenn Mike dazu fähig war. Und wenn es nicht ging, gab es keine andere Möglichkeit. Anders wäre es unmenschlich gewesen und nicht machbar. Ihm war klar, dass er es in der Öffentlichkeit nicht lange geheim halten konnte. Er und Tracy Pollan fuhren in einer Limousine zu den Golden Globes. Bei der Ankunft zitterten seine Arme und Beine unkontrollierbar. Sie mussten so lange um den Block fahren, bis er aus dem Auto steigen konnte. Michael J. Fox gab die schockierende Nachricht 1998 bekannt und wurde zum Sprachrohr für Parkinson-Kranke. Er setzte seinen Charme und seinen Ruhm ein, um Aufmerksamkeit und Gelder auf ein Thema zu lenken, das für ihn Leben oder Tod bedeutete. Ich habe mit Chaos City aufgehört, um ein Heilmittel für Parkinson zu finden. Und mit etwas Glück bin ich in 10 Jahren arbeitslos, denn so lange wird es in etwa dauern. Mike ist unauffindbar. Er ist jede Woche an einem anderen Ort. Ich kenne niemanden, der so aktiv und engagiert ist. Im Kongress ist mir nach Reden zumute. Michael J. Fox gab seiner Karriere einen Richtungswechsel, als er an die Öffentlichkeit ging. Er wurde zum Gesicht einer Krankheit und Tracy Pollan ist die ganzen Jahre an seiner Seite geblieben. Mein Leben beginnt nicht, wenn dieser Kampf vollendet ist. Mein Leben hängt nicht in der Warteschleife, bis ich ein Heilmittel gefunden habe. Ich warte nicht darauf, dass mir diese Bürde genommen wird. Ich bin, wer ich jetzt bin. Michael J. Fox nannte seine Autobiografie Comeback, Parkinson wird nicht siegen. Er findet, sein Leben sei von Beginn an vom Glück begleitet worden. Aber es war mehr als Glück, dass dieser kanadische Kleinstadtjunge, der aus dem Nichts aufgetaucht war, es in Hollywood so weit brachte. Es war erstaunlich, wie sich Michael Andrew Fox, der wilde kleine Kerl aus Kanada, eines Tages in den großen Fernseh- und Filmstar Michael J. Fox verwandelte. Meine Mutter erzählte mir, dass alle immer fragten, was soll aus Michael werden, wenn er erwachsen wird? Wird er überhaupt erwachsen, physisch wie auch emotional? Das war die große Frage. Michael J. Fox ist zwar nur 1,64 Meter groß, doch sein Kopf steckte schon immer in den Wolken. Ich war wirklich ein Träumer. Ich wollte Schriftsteller, Hockeyspieler oder Rockstar werden. Letztlich bin ich dann in die Schauspielerei reingerutscht. Das war noch das Seriöseste. Fox mag eine Karriere als Schauspieler seriös vorgekommen sein, aber in der Kleinstadt Burnaby sah das keiner so. Für Burnaby war das sehr abgehoben, Schauspieler zu werden. Nicht nur, um im weihnachtlichen Krippenspiel in der Stadthalle mitzumachen, sondern ein richtiger Schauspieler, so wie John Wayne. Ein bizarrer Berufswunsch. Vom Sohn eines Berufssoldaten und einer Hausfrau wurden die üblichen 3 Schritte erwartet. Michael und seine 4 Geschwister sollten einen Schulabschluss machen, Arbeit finden und eine Familie gründen. Fox hatte schon Schwierigkeiten mit dem 1. Schritt. Die Highschool war, auch sozial, keine spannende Zeit für mich. Ich war nur auf die Schauspielerei fixiert, versuchte Arbeit zu finden, um als Schauspieler besser zu werden. Michael J. Fox erschien selten zum Unterricht. Nur bei Vorsprechterminen war er unermüdlich. Er wurde für erste kleine Fernseh- und Bühnenrollen engagiert, doch seine kindliche Erscheinung war oft ein Hindernis. Er sah lange Zeit jünger aus, als er war. Ich war so klein. Ich sah erst mit über 20 wie ein Teenager aus.
Es gab sicher viele Rollen, die er gerne bekommen hätte, für die er aber zu jungenhaft aussah. Selbst als erwachsener Mann sah er noch sehr jung aus. Es war schwer für ihn, Erwachsenenrollen zu bekommen. Aber schließlich hat sich das für ihn bezahlt gemacht. Michael J. Fox fand einen Weg, seine Körpergröße in einen Vorteil zu verwandeln. 1976 produzierte das kanadische Fernsehen eine neue Serie über Liu, einen Junggesellen, und Jamie, seinen 10-jährigen Neffen, sowie deren Missgeschicke auf einem Hausboot. CBC suchte einen 10-Jährigen für eine Fernsehserie. Ich war 15, sah aber wie 10 aus. Sie wollten einen aufgeweckten 10-Jährigen. Ich war der aufgeweckteste 10-Jährige, den sie je gesehen haben. Ich kann es nicht machen, Leo. Ich bin sick. It's just butterflies. You know, all the big pros, they get them. Yeah, but I'm gonna blow it, Leo. All those people looking at me. Forget about it. Die Rolle, die er in der Serie spielte, mied Kameras und Rampenlicht, während sich der echte Michael J. Fox danach sehnte. Doch die CBC ließ die Bänder im Schrank verschwinden. Erst 4 Jahre später wurde Leo and Me in Kanada ausgestrahlt. So lange wollte Fox nicht auf den Ruhm warten. Er wollte nicht mal den Highschool-Abschluss machen. Mit 17 ging er von der Schule ab und überzeugte seinen Vater, dass er es als Schauspieler in Hollywood schaffen würde. Der war skeptisch, belud aber das Auto und fuhr seinen Sohn nach Los Angeles. Mein Vater fuhr mich zwar nach Kalifornien, aber sagte nicht, klar, was immer du willst, sondern, gut, ich fahre dich da runter und helfe dir, einen Agenten zu finden. Der Rest ist deine Sache. Michael J. Fox fand schnell einen Agenten, doch als Kanadier benötigte er auch ein Arbeitsvisum, in dem stand, dass er besondere Fähigkeiten habe, die kein amerikanischer Schauspieler hätte. Meine besondere Fähigkeit war, dass ich viel jünger aussah. Dadurch konnte die Filmproduktion Geld sparen, weil ich länger arbeiten durfte als jeder Minderjährige und sie keinen Betreuer bezahlen mussten. Es ist so witzig, dass alles von einer hormonellen Störung abhing und nicht von meinem mimischen Talent. Michael J. Fox erhielt kleine Engagements, darunter sogar eine feste Rolle in der Serie Palmerstown, USA. Dieses Drama über Rassenkonflikte in den 30er Jahren wurde von 2 Schwergewichten der Branche kreiert. Dem Produzenten Norman Lear sowie Alex Haley, dem Autor des Buches Roots. Fox dachte, Palmerstown könnte ihm eine längerfristige Perspektive eröffnen. Die Serie erhielt gute Kritiken, aber schlechte Einschaltquoten und wurde 1981 schnell wieder eingestellt. Im selben Jahr kam endlich Leo and Me in Kanada heraus, doch ebenfalls mit wenig Erfolg. Ohne Geld, Vorsprechtermine und Unterstützung von Familie oder Freunden hatte Fox schwer zu kämpfen. Damals war ich sehr verzweifelt, finanziell und in jeder anderen Hinsicht. Es war sehr riskant. Er sah nicht gerade wie der typische Filmheld aus. Doch aufgeben kam nicht in Frage. Er hatte Kanada verlassen, um gegen jede Wahrscheinlichkeit in Hollywood Fuß zu fassen. Er hatte Talent und Selbstvertrauen, doch hatten 164 cm bübischer Charme eine Chance? Seit 3 Jahren war Michael J. Fox in Hollywood. Bis 1982 ohne sichtbare Ergebnisse. Er hatte seine kanadische Heimat mit den hochfliegenden Plänen verlassen, erfolgreicher Schauspieler oder sogar ein Star zu werden. Stattdessen durchlitt er das typische Schauspielersyndrom, Ablehnung und Armut. Doch sein Ehrgeiz und seine Geduld zahlten sich aus. Für die Serie »Hilfe, wir werden erwachsen« sollte die Rolle des Alex P. Keaton besetzt werden. Diese Figur prägte seine Karriere so sehr, dass man sich kaum jemand anderen für diese Rolle vorstellen kann. Doch sie wäre beinahe an einen anderen gegangen. Ursprünglich sollte ein junger Schauspieler die Rolle erhalten, der noch nie zuvor gespielt hatte, Matthew Broderick. Doch der machte einen Rückzieher. Mike war der Nächste, den ich mir ansah. Aber es war schwer, sich auf jemand anderen einzustellen, da ich noch auf Matthew fixiert war. Zum Glück stellte sich die Castingchefin Judith Weiner auf jemand anderen ein. Sie sah in Fox etwas, das Gary David Goldberg, der Schöpfer der Serie, nicht sah. Als Michael mein Büro verließ, rief Judith, hol ihn zurück, er ist der Beste, lauf ihm nach, er ist es. Darauf ich habe eine gewisse Vorstellung, wer Alex Keaton spielen sollte, und es ist nicht Michael J. Fox.
Die Castingchefin konnte Goldberg aber glücklicherweise überzeugen, ihm eine zweite Chance zu geben. Diesmal räumte Fox jeden Zweifel beiseite. Michael kam rein und war, wie er nun mal ist, und ich sagte zu Judith, warum hast du mir von dem nichts erzählt? Der Typ ist klasse. Nun, da sich alle einig waren, musste Michael J. Fox nur noch unter Vertrag genommen werden. Scheinbar kein Problem, wenn man bedenkt, dass er bereits Stück um Stück Möbel verkauft hatte, um sich ernähren zu können. Und doch musste ein technisches Detail überwunden werden. Er war wirklich pleite. Nach der Leseprobe sagte ich zu Judith, nimm ihn schnell unter Vertrag. Und sie meinte, wir müssen warten. Er hat nicht mal ein Telefon. Er konnte sich kein Telefon leisten. Er hatte eine Art Büro in einem Fastfood-Restaurant in der Highland Avenue eingerichtet. Und wir mussten warten, bis er dort auftauchte. Am 22. September 1982 erblickte der Keaton-Clan endlich das Licht der Fernsehwelt. Michael Gross und Meredith Baxter spielten Stephen und Elise Keaton. Althippies aus den 60er Jahren, die drei Kinder großziehen, deren Ideale weit von denen ihrer Eltern entfernt liegen. Die oberflächliche materialistische Mallory, Wildfang Jennifer und ihr konservativer Sohn und Ronald Reagan-Fan Alex P. Keaton. Alex P. Keaton war eine Figur, die es so noch nicht gegeben hatte. Er machte sich nichts aus Mädchen, Ausgehen oder Alkohol. Er wollte nur Geld verdienen. Er verkörperte die Gier und den Ehrgeiz der 80er Jahre. Und doch mochte man ihn. Er war liebenswert. Er hatte etwas Arrogantes, aber nicht zu sehr. Alex Keaton war ein junger Überflieger, aber man mochte ihn, weil er sehr witzig dabei war. Nach den harten Jahren als Niemand in Hollywood ging es für Michael J. Fox in dieser Serie um viel. Sein Vater Bill wollte, dass sein Sohn diese große Chance nicht vermasselte. Bill fragte mich einmal, macht er irgendwelche Schwierigkeiten? Wenn ja, dann rede ich mit ihm. Ich sagte, Bill, er ist prima. Darauf er, nein, wirklich. Sie haben ihm einen Job gegeben, als niemand ihn wollte. Bill, es ist alles in Ordnung. Sie haben ihn gut erzogen, keine Sorge. Die Schauspieler hatten von Anfang an ein sehr kameradschaftliches Verhältnis zueinander. Am Set als auch privat. Und manchmal verwischten sich die Familienrollen. Bevor Michael J. Fox sich ein Auto leisten konnte, holte Meredith Baxter ihn morgens ab, wie eine Mutter, die ihren großen Sohn zur Schule fährt. Wenn wir um 10 verabredet waren, fuhr ich vor seine Wohnung und hupte kurz. Ich dachte, das wäre das Zeichen für, ich bin da, komm raus. Aber es war so, dass ich hupte, dann eine kurze Pause, dann hörte ich seine Dusche angehen. Na gut, alles klar. Dann kam er aus dem Haus gerannt, schmiss sich ins Auto und die Haare trockneten, während wir zu Paramount rasten. Trotz des sehr guten Sendeplatzes war Hilfe, wir werden erwachsen, nicht auf Anhieb ein Erfolg. Anfangs landete die Serie nicht mal unter den ersten 30. Aber NBC mochte die Show, vor allem auch wegen Michael J. Fox, und gab ihr Zeit. Als ich Hilfe, wir werden erwachsen entwickelte, stand Alex Keaton zunächst nicht im Mittelpunkt. Die Serie drehte sich eigentlich um die Eltern. Aber interessanterweise reagierte das Live-Publikum von Anfang an mehr auf Alex. Sie wussten ja nichts über ihn, aber immer wenn Michael kam, beugten sich alle nach vorne. Sobald er abging, lehnten sich alle wieder zurück. Er stahl allen die Show. Er kam raus und ganz Amerika fragte sich, wer ist eigentlich dieser Kanadier? Er ist witzig, smart und cool. Ab der dritten Staffel war Hilfe, wir werden erwachsen ein Riesenhit mit mehr Zuschauern als Dallas, Denver Clan und Miami Vice. Und Michael J. Fox war eindeutig der Star. Ich kann's nicht fassen. Das ist toll. Ich fühle mich wie 1,20 Meter. In Michael fanden sie die Stimme der Show, für die sie schreiben konnten. Ich fand, sie konnten nicht sehr gut für mich schreiben und vielleicht auch nicht so gut für Michael Gross. Alex entwickelte sich zur stärksten Figur mit all den Marotten, die sie sich für ihn ausdachten. Es wurde oft von Spannungen am Set berichtet, weil ursprünglich die beiden Erwachsenen die Hauptfiguren der Serie sein sollten. Und dann wurde Alex Keaton nicht nur der Star, sondern ein amerikanisches Idol. Mike Fox strahlte immer diese Aufrichtigkeit und Anständigkeit aus. Er wollte einfach Teil des Teams sein und mit allen klarkommen. In den frühen Jahren der Serie, als es wegen seines wachsenden Ruhmes zu Spannungen kam,
zog er sich ein wenig zurück, um es Meredith oder Michael Gross einfacher zu machen, damit sie sich wohlfühlten. Er hat seine Position als Star nie ausgespielt. Diese Haltung überrascht nicht, wenn man weiß, dass zu Hause bei Familie Fox entweder niemand oder alle eine Extrawurst bekamen. Meinen ersten Emmy habe ich meinen Eltern geschickt, weil er genauso gut ihrer wie meiner war. Meine Mutter stellte ihn auf den Tisch neben der Haustür. Am Tag darauf wurde der Boxpokal meines Bruders daneben gestellt, dann die Bridge-Preise meiner Eltern, die Kegeltrophäe meiner Schwester, alles drumherum. Fox' Eltern mussten noch Platz für zwei weitere Emmys schaffen, die er für Hilfe, wir werden erwachsen, erhielt. Doch während es ihm einfach fiel, in Kanada bodenständig zu bleiben, wurde es in Hollywood etwas schwieriger. Er war plötzlich ein internationaler Superstar. Nach Zurück in die Zukunft kam er sich vor wie Mickey Mouse. Er war auf einen solchen Ruhm nicht vorbereitet. Die Frage war, kann er den Sprung zum Filmstar schaffen? Aber ja. Mitte der 80er Jahre war Hilfe, wir werden erwachsen ein Riesenerfolg und Michael J. Fox der Star der Serie. Das halbstündige Fernsehformat ist interessant. Es wurde ursprünglich von Lucille Ball kreiert. Es gibt nur eine andere Person, die darin richtig aufging, und das war Michael J. Fox. Er war so in Fahrt, dass er kaum zu bremsen war. Er hat was Koboldhaftes an sich, aber ohne zu nerven. Er ist ein Schlingel, aber er geht nie zu weit. Seine inneren Qualitäten als Mensch sind immer sichtbar, wenn er als Schauspieler agiert. Für jemanden, der sich noch vor ein paar Jahren kaum Lebensmittel leisten konnte, war dieser Erfolg fast unwirklich. Aber Fox blieb vorsichtig und fast abergläubisch, damit es ihm ja nicht zu Kopf stieg. Ich fühle mich gesegnet. Es ist, als müsste ich den Flaschengeist gut behandeln, damit meine Wünsche erfüllt werden. Man muss respektvoll und dankbar bleiben. Michael J. Fox wollte mit dem Serienerfolg im Rücken versuchen, eine Kinohauptrolle zu ergattern. Während einer fünfwöchigen Sommerpause hatte er einen haarigen Dreh. Teen Wolf war eine Low-Budget-Produktion, aber es war seine erste Hauptrolle in einem Film. Er war überzeugt, dass es auch seine letzte sein würde. Es war ein Teenager-Film über einen Werwolf und er musste eine Menge Haare im Gesicht haben. Nicht gerade ein Erfolgsrezept. Noch bevor der Film herauskam, war der Hollywood-Gigant Steven Spielberg auf Michael J. Fox aufmerksam geworden. Er war der Produzent bei einem schrägen Film über einen zeitreisenden Teenager. Doch es gab ein großes Problem. Die Produzenten von Zurück in die Zukunft waren meine Freunde. Sie kamen zu mir, weil sie Michael für die Hauptrolle wollten. Sie zeigten mir ihren Drehplan und es war unmöglich, die neue Staffel von Hilfe, wir werden erwachsen und Zurück in die Zukunft zu drehen. Denn für beides gab es einen engen Zeitrahmen. Ich bedauerte, ihnen diese Chance versauen zu müssen, aber es ging einfach nicht. Eric Stoltz, ein anderer Schauspieler, wurde als Marty McFly besetzt und die Dreharbeiten begannen. Michael J. Fox wusste nicht einmal, dass er für die Rolle vorgesehen war. Doch nach 6 Wochen funktionierte der Film mit Eric Stoltz einfach nicht. Spielberg bat ein zweites Mal verzweifelt um Michael J. Fox. Also tüftelten sie einen Zeitplan aus, bei dem sie nachts und am Wochenende drehten und fragten mich, ob das klappen könnte. Ich wollte es ihm wirklich ermöglichen. Ich wollte nicht, dass er wegen unserer TV-Serie nichts anderes machen kann. Fox hatte nur wenig Zeit, um sich auf die Rolle vorzubereiten, aber er wollte unbedingt beweisen, dass er das Zeug zu diesem Film hatte. Er war aufgeregt und wollte es gut machen. Es war eine fabelhafte Rolle und er wollte darin glänzen. Er stieß spät dazu, wir hatten schon seit 6 Wochen gedreht. Er sprang ein und hatte kaum Zeit, seinen Part zu lernen. Es gab viele Action-Szenen und er musste mit dem Filmteam und den Schauspielerkollegen warm werden. Dann das tägliche Bangen, ob die Aufnahmen den Erwartungen entsprachen. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Es war seltsam, eine Rolle zu übernehmen, die ein anderer Schauspieler aufgeben musste. Ein Großteil des Filmes war ja schon gedreht. Am Set hatte sich bereits eine Filmfamilie gebildet. Und Michael J. Fox wurde da einfach hineingeworfen.
Fox probte und drehte für Hilfe, wir werden erwachsen, über 8 Stunden am Tag. Am Abend raste er dann zu seinem Zweitjob und arbeitete bis in den frühen Morgen hinein. Dieser Zeitplan ließ Michael J. Fox nur 2 oder 3 Stunden Schlaf, bevor das Ganze wieder von vorne losging. Es war eine übermenschliche Leistung, tagsüber unsere Show und abends zurück in die Zukunft. Trotzdem wurden wir langsam stinkig, weil er immer müde war. Klar war er müde, aber er wusste, er muss antreten. Diese Show war seine erste Verpflichtung. Ohne sie hätte es den Film nicht gegeben. Also streng dich an. Und das tat er. Er war ein kluger Junge. Er war sehr professionell. Er wusste, es gab viel zu tun. Und er war hoch konzentriert. Er ließ sich nicht durch Anerkennung ablenken. Und er war sehr fleißig. Falls Michael J. Fox müde war, sah man es ihm nicht an. Christopher Lloyd spielte den nervösen, aber brillanten Mentor von Marty McFly. Sie waren ein großartiges Gespann. Es war einfach da. Ich war Doc und er war Marty. Wir mussten nicht daran arbeiten, wir waren es. Das Publikum war derselben Meinung. Zurück in die Zukunft wurde der Kassenschlager und sofort ein Klassiker. Es ist einer der seltenen Filme, die alle Altersgruppen ansprechen. Die Kritiker überschlugen sich. Alle paar Jahre gibt es einen Film, den man einfach umarmen möchte. Wir mochten Michael ja schon vorher. Nach Zurück in die Zukunft liebten wir ihn. Die ganze Welt verliebte sich in Michael J. Fox. Der Film erzielte den Kassenhit des Jahres und Michael J. Fox gehörte ab sofort zur ersten Liga. Doch noch war sein zweitklassiger Film nicht angelaufen. Nur einen Monat nachdem die Zukunftskomödie die Kassen hatte klingeln lassen, wollten die Produzenten von Teen Wolf sehen, ob dieser Goldjunge auch ihnen Glück bringen würde. Sie schmissen den Werwolf-Film auf den Markt und hielten den Atem an. Und es klappte. When the movie came out, Michael war jetzt ein großer Filmstar und Teen Wolf schlug Kapital aus seinem Namen. Überraschenderweise war der Film ganz gut, nicht wie Zurück in die Zukunft, aber ganz nett. Dieser Kinoerfolg beunruhigte seine Fernsehfamilie. Bald gab es Gerüchte, dass er bereit war, seine Familienbande zu verlassen. Unsere Serie war ein Hit und manche Freunde und Geschäftspartner meinten, ich hätte einen schrecklichen Fehler gemacht. Warum? Sie sagten, schau mal, deine Serie ist ein Erfolg, das hast du nicht nötig. Dieser Junge wird ein Star werden und die Serie im Stich lassen. Hilfe, wir werden erwachsen, war nichts ohne Michael J. Fox. Wenn er gesagt hätte, ihr könnt mich mal, ich gehe nach Hollywood und komme nicht zurück, wäre es ausgewiesen. Die Loyalität siegte, etwas Seltenes in Hollywood. Fox versprach, die Serie weiterzumachen. Er hat seine Wurzeln nicht vergessen, er war gut erzogen. Das hieß nicht, dass Fox keine Filme mehr machen würde. Er drehte 2 erfolgreiche Fortsetzungen von Zurück in die Zukunft. Doch sein außerordentlicher Erfolg in den 80er Jahren war schwer zu halten. Aus den Schuhen des lustigen Teenagers herauszuwachsen, die ihn berühmt gemacht hatten, erwies sich als seine schwerste Rolle. Manchmal will das Publikum einen Schauspieler, den es liebt, nicht in anderen Rollen sehen. Es ist dann enttäuscht. Er ist wirklich eine 80er-Jahre-Berühmtheit. Wenn man so mit einer Dekade verbunden ist, kann es schwer sein, sich weiterzuentwickeln. Michael J. Fox war ein Megastar der 80er-Jahre. Dafür gibt es heute kaum einen Vergleich. So einen Star gibt es nur alle 50 Jahre. In den 80er Jahren war sein jungenhaftes Gesicht überall zu sehen. Erstmal spielte er in einem absoluten TV-Renner, dann drehte er Zurück in die Zukunft und wurde damit zum Weltstar. Er wurde oft mit seiner langjährigen Freundin Nancy McKeon gesehen. Fox und McKeon waren in den 80ern ein sehr angesagtes Paar. Doch eigentlich war es die Chemie zwischen Alex und Ellen, die alle faszinierte. I'm crazy about you. I'd give anything to be with you. I can't live without you. Okay? Gotta go. See ya.
Alex und Alan waren ein unglaublich anziehendes Paar. Alle liebten Alex und freuten sich mit ihm über seine Liebesbeziehung. Alan war nicht zimperlich und kam gut klar damit, Alex Keatons Freundin zu sein. Die Schauspielerin Tracy Pollin war von Anfang an die Favoritin für die Rolle der Alan. Aber Fox äußerte sich nicht richtig dazu. Ich bat Mike, Szenen mit Schauspielerinnen zu lesen. Er war großherzig, wie immer, lachte mit ihnen und machte ihnen die Situation so angenehm wie möglich. Danach fragte ich ihn, was meinst du? Er, ich weiß nicht, entscheide, wie du meinst. Darauf ich mag Tracy Pollin. Und er sagte, mir egal, entscheide du. Gary Goldberg entschied sich für Tracy Pollin, doch plötzlich war sie sich nicht sicher. Ich habe wirklich damit gehadert, ob ich diesen Job annehmen sollte. Ich arbeitete in New York und war glücklich dort. Für diese Rolle musste ich nach Los Angeles ziehen. Ich hatte richtig Angst vor der Entscheidung und fragte jeden, den ich kannte, soll ich oder soll ich nicht? Natürlich nahm sie die Rolle an. Ihre Fernsehbeziehung verlief folgendermaßen. Junge trifft Mädchen, Mädchen findet, dass Junge ein eingebildeter Trottel ist, Mädchen verliebt sich trotzdem in ihn. Im wahren Leben war es beinahe genauso. Als Tracy zur Show kam, stand Zurück in die Zukunft bei mir an erster Stelle und Hilfe, wir werden erwachsen an zweiter. Ich genoss scheinbar Narrenfreiheit und niemand gab mir Kontra. Tracy kam eines Tages vom Mittagessen. Sie war wohl beim Italiener gewesen. Ich scherzte also rum und fragte, hey, hast du Knoblauch gegessen? Sie sagte keinen Ton. Dann gingen wir in die Kulisse für die nächste Szene und sie sagte, das war absolut unhöflich von dir. Du bist ein blödes... Das Wort sage ich jetzt nicht. Ich sagte ein Schimpfwort. Genau. Und ich dachte nur, wow, wie cool. Sie war klug, witzig und hatte den Mut, mich zurechtzuweisen. Tracy Pollin sollte nur ein Jahr lang in der Serie mitspielen. Da beide in Beziehungen steckten, kamen sie und Fox während dieser Zeit nicht zusammen. Etwa ein Jahr später war Michael J. Fox nicht mehr mit Nancy McKeon zusammen. Er hörte, dass Tracy sich von Kevin Bacon getrennt hatte. In einem Interview sagte er so etwas wie, oh, wie schade, wo ist das Telefon? Er rief sie sofort an. Als sich beide während der Dreharbeiten zu Bright Lights, Big City wieder begegneten, waren sie ungebunden. Allerdings nicht lange, denn schon 7 Monate später heiratete das Paar. Der größte Verdienst meiner Eltern ist ihre Art, ein Familienleben zu führen, sodass ich den starken Wunsch hatte, es ihnen gleich zu tun. Fox drehte in den 80ern viele weitere Filme, doch er hielt sein Versprechen und blieb bis zur letzten Episode bei Hilfe, wir werden erwachsen. Das Aus kam schließlich 1989 nach 7 Staffeln. In diesen 7 Jahren hat Mike nie einen Tag gefehlt. Er hat nie eine größere Garderobe, einen besseren Parkplatz oder die erste Stelle im Abspann verlangt. Ziemlich ungewöhnlich. Als die Serie vorbei war, widmete sich Michael J. Fox seiner Filmkarriere. Doch die langen Aufenthalte an weit entfernten Drehorten belasteten seine junge Ehe mit Tracy. Fox war in den vielen Monaten der Trennung zum Trinker geworden. Das war nichts für mich. Es kam der Punkt, an dem es mich wirklich negativ beeinflusste und das war nicht das, was ich mir für mein Leben wünschte. Die Öffentlichkeit wusste nichts von seinem Alkoholproblem, aber Tracy machte sich immer größere Sorgen. Sie bat ihren Mann ganz offen, sich helfen zu lassen. Er entschied sich dafür. Er wollte mit dem Trinken aufhören und sein Leben ändern, und das tat er. Er gehört nicht zu den Menschen, von denen man liest, die in Clubs gehen, besoffen aus dem Auto purzeln oder sich auf dem Bürgersteig übergeben. Es war ein privates Problem und er ging äußerst verantwortungsvoll damit um. Er wollte sich helfen lassen und machte eine Therapie. Er sprach erst darüber, als er das Ganze taktvoll und mit Anstand behandeln konnte. Fox war trocken, seine Ehe wieder auf dem Kurs und das erste von 4 Kindern war unterwegs. Sein Leben schien geregelt.
In seinem nächsten Film Doc Hollywood spielte er einen ehrgeizigen Arzt, der gezwungen wird, in einem Kaff Halt zu machen und dort das echte Leben kennenzulernen. Doch während der Dreharbeiten machte er eine verstörende Entdeckung. Die ersten Symptome hatte ich im November 1990. Mein kleiner Finger zuckte plötzlich. Ich dachte, ich hätte mir vielleicht den Arm oder die Schulter verletzt. Ich ging zu einem Arzt und fragte ihn, was das sei. Er meinte, Sie haben sich vermutlich den Musikantenknochen angestoßen. Also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe ja früher Hockey gespielt und als kleiner Kerl einiges einstecken müssen. Da gewöhnt man sich an kleine Blessuren. Es war etwas viel Ernsteres. Michael J. Fox musste erst lernen, das Unbegreifliche zu begreifen. Er war noch keine 30, als die Ärzte ihm sagten, dass er Parkinson habe. Eine Krankheit, die man bisher von älteren Männern kannte. Fox beschloss, seinen Zustand so lange wie möglich nicht publik zu machen. Trotz seiner Beschwerden arbeitete er weiter. Doch seine Filme »Hilfe, jeder ist der Größte«, »Ein Concierge zum Verlieben« und »Greedy, Erben will gelernt sein« kamen bei weitem nicht an seinen Erfolg »Zurück in die Zukunft« heran. Für Michael J. Fox wurde es schwierig, seriöse Hauptrollen zu übernehmen, da man daran gewöhnt war, ihn in Komödien zu sehen. 1996 ging Michael J. Fox zurück zum Fernsehen. In Chaos City spielte er den zweiten Bürgermeister von New York. Die Show gibt es nur, weil Michael wieder Fernsehen machen wollte. Er hatte sich diese Show für sich vorgestellt und ausgesucht. Sein komödiantischer Instinkt ist unzerstörbar, unschlagbar. Für diese Art Unterhaltung ist er ein Genie. Es überrascht mich nicht, dass Michael J. Fox nach vielen Filmen, guten wie schlechten, wieder zum Fernsehen zurückkehrte. Er musste sich nicht mehr beweisen. Er war ein Mann mittleren Alters, seit langem glücklich verheiratet, hatte seine Alkoholsucht überwunden und gegen Parkinson gekämpft. Er war mit sich im Reinen und erkannte, welches Geschenk er dem Publikum mit dieser TV-Serie machen konnte. Die Rückkehr zum Fernsehen erwies sich als Glücksgriff. Die Einschaltquoten und Kritiken waren famos, doch es wurde immer schwerer für Michael J. Fox, sein trauriges Geheimnis zu wahren. Im März 1997 bemühte sich Michael J. Fox immer noch, seine Parkinson'sche Krankheit zu verbergen, doch die Symptome verschlimmerten sich. In seiner Verzweiflung entschied sich Fox für eine noch unerprobte Hirnoperation. Die Risiken waren Lähmung, Koma oder Schlimmeres. Der Eingriff half, einige der Zuckungen zu kontrollieren, doch nicht genug, um das Versteckspiel weiterzuführen. Eines Tages las er im Internet einige Webseiten über Parkinson und von den Erfahrungen anderer Leute. Es war, als würde dadurch deren Schicksal etwas ins Licht gerückt. Da entschied er sich, an die Öffentlichkeit zu gehen, um dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Nachdem er es 7 Jahre lang für sich behalten hatte, war es nun an der Zeit, die Weltöffentlichkeit über seine Krankheit zu informieren. Michael J. Fox, one of America's best-loved actors, has decided to publicly announce that he's been battling Parkinson's disease since 1991. What it's sort of shown me is that mir hat das gezeigt, dass das Leben keinen Unterschied macht. Gute und schlechte Dinge passieren jedem. I think that we als Gesellschaft neigen wir ja dazu, Menschen wie Michael J. Fox zu vergöttern. Aber gesundheitliche Probleme, wie er sie hat, können uns alle betreffen. Zunächst versuchte Fox, Chaos City weiterzudrehen. Doch die Anforderungen einer wöchentlichen Serie erwiesen sich als zu schwierig. Im Jahr 2000 gab Michael J. Fox nach 4 Staffeln bekannt, dass er aussteigen werde, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Zugleich gründete er seine eigene Parkinson-Stiftung. Dieser Abend ist etwas Besonderes, denn das ganze Team ist anwesend und unsere Serie wurde nominiert. Ich liebe euch alle und freue mich, dass ihr heute alle hier seid. Wer weiß, vielleicht seid ihr nächstes Jahr wieder hier. Ich sicher nicht. Es war schmerzhaft für ihn, die Show aufgeben zu müssen, um bei seiner Familie sein zu können. Es war eine vertrackte Sache, denn ich wollte ja nicht hauptberuflich krank sein.
Es ging nicht darum zu sagen, schaut mal her, ich habe diese Krankheit. Ich war ja eigentlich sehr zurückhaltend damit. Aber dann ergaben sich diese Möglichkeiten. Michael J. Fox is someone that everyone can relate to. Jeder kann etwas mit Michael J. Fox anfangen. Er wirkt nicht einschüchternd und wird trotzdem sehr verehrt. Er ist ein großer Komiker und hat diese tollen Figuren erschaffen. Seine Art zu leben macht ihn fast zu einem Heiligen und einem Idol, auch wenn er das nicht gerne hört. Er wird nicht nur wegen seines Talents verehrt, sondern auch wegen seiner Tapferkeit. Amount of admiration for him, not just his talent, but also his courage. Im Alter von 40 Jahren fand der ewig jugendliche Fernseh- und Kinostar auf dramatische Weise ein neues Lebensziel. Wenn man Mike Fox mitten in der Nacht aufwecken und ihn fragen würde, wer er sei, würde er nicht sagen, ich bin ein Filmstar. Das kommt vielleicht an 10. Stelle von all dem, was er ist. Bin Vater, Ehemann, Sohn, Bruder. Wir durchleben alle eine Phase, in der wir uns fragen, wer wir eigentlich sein wollen. Er hat sich dafür entschieden, echt zu sein. Mit derselben unermüdlichen Energie, die ihn zum Star machte, widmete sich Michael J. Fox nun der Suche nach einem Heilmittel für Parkinson. So geht es mir immer. Das Mikro ist zu hoch. Er nimmt etwas so Niederschmetterndes und sagt, ich kann da etwas bewirken. Mit seinem Ruhm und seiner Präsenz kann er Gelder sammeln und den Kongress in Bewegung versetzen, um die Parkinson-Forschung voranzutreiben. Das muss man bewundern. Kein anderer Kranker nimmt mir übel, dass ich mehr Aufmerksamkeit bekomme. Sie sagen nur, wenn du dir ein Mikrofon schnappen kannst, dann sag was. Also, da bin ich wieder. Ein Schauspieler kann tatsächlich seinen Ruhm und seine Kreativität als Plattform nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Abgesehen von dem Dienst, den wir jede Woche leisten, nämlich Leute zum Lachen zu bringen, ich kann jetzt sehen, dass noch mehr möglich ist. Und das ist sehr inspirierend. Inspirierend, aber auch umstritten. Mit seinem Engagement begibt sich Michael J. Fox auf vermintes politisches Terrain. Er steckt plötzlich mitten in der Diskussion über Stammzellen, von denen viele Wissenschaftler glauben, dass sie der Schlüssel zur Heilung sind. Es sind nur Zellen, die sonst weggeworfen werden. Nach 2 Jahrzehnten als Liebling des Publikums und der Presse musste sich Fox erst daran gewöhnen, Ziel böser Angriffe zu werden. Das ist Michael J. Fox, er hat Parkinson. In diesem TV-Spot zittert er ganz schön herum. Er übertreibt die Symptome der Krankheit. Das ist reine Schauspielerei. Der erzkonservative Radiomoderator Rush Limbaugh musste sich dafür entschuldigen, aber Michael J. Fox kann mit Kritik umgehen und besteht darauf, nicht geschont zu werden. Tracy ist darin unschlagbar. Sie bemuttert mich nicht. Sie liebt mich und merkt, wenn es mir schlecht geht. Sie möchte genauso wie ich ein Heilmittel finden, aber sie behandelt mich immer noch gleich. Genau genommen lässt sie mich spüren, dass sie jetzt größere Stücke auf mich hält als früher, was auch toll ist. Trotz der Herausforderungen, die Parkinson mit sich bringt, nennt Michael J. Fox seine Krankheit immer noch ein Geschenk. Ein Geschenk, das seine Lebenseinstellung völlig verändert hat und ihm half, seine wahre Bestimmung zu finden. Zusammen können wir vielleicht bald diese Krankheit besiegen. Aber gut, ich höre jetzt auf zu predigen. Ich will nichts beschönigen. Es kotzt mich an, es nervt. Und mit am schlimmsten ist die Einsamkeit. Aber dann treffe ich andere Parkinson-Kranke und man sieht sich nur an und muss gar nicht reden. Man weiß Bescheid. Und das Einzige, das dieses Bescheidwissen noch toppen kann, ist, wir können etwas ändern. Das ist ein tolles Gefühl. Und mehr erwarte ich gar nicht. Einfach andere Parkinson-Patienten treffen und sagen, ich weiß, aber wir tun was. Thank you.
Jay Fox war ein Megastar der 80er Jahre. Dafür gibt es heute kaum einen Vergleich. So einen Star gibt es nur alle 50 Jahre. In den 80er Jahren war sein jungenhaftes Gesicht überall zu sehen. Erstmal spielte er in einem absoluten TV-Renner, dann drehte er Zurück in die Zukunft und wurde damit zum Weltstar. Er wurde oft mit seiner langjährigen Freundin Nancy McKeon gesehen. Fox und McKeon waren in den 80ern ein sehr angesagtes Paar. Doch eigentlich war es die Chemie zwischen Alex und Ellen, die alle faszinierte. I'm crazy about you. I'd give anything to be with you. I can't live without you. Okay? Gotta go. See ya. I love you too, Alex. Alex und Ellen waren ein unglaublich anziehendes Paar. Alle liebten Alex und freuten sich mit ihm über seine Liebesbeziehung. Ellen war nicht zimperlich und kam gut klar damit, Alex Keatons Freundin zu sein. Die Schauspielerin Tracy Pollin war von Anfang an die Favoritin für die Rolle der Ellen. Aber Fox äußerte sich nicht richtig dazu. Ich bat Mike, Szenen mit Schauspielerinnen zu lesen. Er war großherzig, wie immer, lachte mit ihnen und machte ihnen die Situation so angenehm wie möglich. Danach fragte ich ihn, was meinst du? Er, ich weiß nicht, entscheide, wie du meinst. Darauf ich mag Tracy Pollin. Und er sagte, mir egal, entscheide du. Gary Goldberg entschied sich für Tracy Pollin, doch plötzlich war sie sich nicht sicher. Ich habe wirklich damit gehadert, ob ich diesen Job annehmen sollte. Ich arbeitete in New York und war glücklich dort. Für diese Rolle musste ich nach Los Angeles ziehen. Ich hatte richtig Angst vor der Entscheidung und fragte jeden, den ich kannte, soll ich oder soll ich nicht? Natürlich nahm sie die Rolle an. Ihre Fernsehbeziehung verlief folgendermaßen. Junge trifft Mädchen, Mädchen findet, dass Junge ein eingebildeter Trottel ist, Mädchen verliebt sich trotzdem in ihn. Im wahren Leben war es beinahe genauso. Als Tracy zur Show kam, stand Zurück in die Zukunft bei mir an erster Stelle und Hilfe, wir werden erwachsen an zweiter. Ich genoss scheinbar Narrenfreiheit und niemand gab mir Kontra. Tracy kam eines Tages vom Mittagessen. Sie war wohl beim Italiener gewesen. Ich scherzte also rum und fragte, hey, hast du Knoblauch gegessen? Sie sagte keinen Ton. Dann gingen wir in die Kulisse für die nächste Szene und sie sagte, das war absolut unhöflich von dir. Du bist ein blödes... Das Wort sage ich jetzt nicht. Ich sagte ein Schimpfwort. Genau. Und ich dachte nur, wow, wie cool. Sie war klug, witzig und hatte den Mut, mich zurechtzuweisen. Tracy Pollin sollte nur ein Jahr lang in der Serie mitspielen. Da beide in Beziehungen steckten, kamen sie und Fox während dieser Zeit nicht zusammen. Etwa ein Jahr später war Michael J. Fox nicht mehr mit Nancy McKeon zusammen. Er hörte, dass Tracy sich von Kevin Bacon getrennt hatte. In einem Interview sagte er so etwas wie, oh, wie schade, wo ist das Telefon? Er rief sie sofort an. Als sich beide während der Dreharbeiten zu Bright Lights, Big City wieder begegneten, waren sie ungebunden. Allerdings nicht lange, denn schon 7 Monate später heiratete das Paar. Der größte Verdienst meiner Eltern ist ihre Art, ein Familienleben zu führen, sodass ich den starken Wunsch hatte, es ihnen gleich zu tun. Fox drehte in den 80ern viele weitere Filme, doch er hielt sein Versprechen und blieb bis zur letzten Episode bei Hilfe, wir werden erwachsen. Das Aus kam schließlich 1989 nach 7 Staffeln. In diesen 7 Jahren hat Mike nie einen Tag gefehlt. Er hat nie eine größere Garderobe, einen besseren Parkplatz oder die erste Stelle im Abspann verlangt. Ziemlich ungewöhnlich. Als die Serie vorbei war, widmete sich Michael J. Fox seiner Filmkarriere. Doch die langen Aufenthalte an weit entfernten Drehorten belasteten seine junge Ehe mit Tracy. Fox war in den vielen Monaten der Trennung zum Trinker geworden. Das war nichts für mich. Es kam der Punkt, an dem es mich wirklich negativ beeinflusste und das war nicht das, was ich mir für mein Leben wünschte. Die Öffentlichkeit wusste nichts von seinem Alkoholproblem, aber Tracy machte sich immer größere Sorgen. Sie bat ihren Mann ganz offen, sich helfen zu lassen.
Er entschied sich dafür. Er wollte mit dem Trinken aufhören und sein Leben ändern, und das tat er. Er gehört nicht zu den Menschen, von denen man liest, die in Clubs gehen, besoffen aus dem Auto purzeln oder sich auf dem Bürgersteig übergeben. Es war ein privates Problem und er ging äußerst verantwortungsvoll damit um. Er wollte sich helfen lassen und machte eine Therapie. Er sprach erst darüber, als er das Ganze taktvoll und mit Anstand behandeln konnte. Fox war trocken, seine Ehe wieder auf dem Kurs und das erste von 4 Kindern war unterwegs. Sein Leben schien geregelt. In seinem nächsten Film Doc Hollywood spielte er einen ehrgeizigen Arzt, der gezwungen wird, in einem Kaff Halt zu machen und dort das echte Leben kennenzulernen. Doch während der Dreharbeiten machte er eine verstörende Entdeckung. Die ersten Symptome hatte ich im November 1990. Mein kleiner Finger zuckte plötzlich. Ich dachte, ich hätte mir vielleicht den Arm oder die Schulter verletzt. Ich ging zu einem Arzt und fragte ihn, was das sei. Er meinte, Sie haben sich vermutlich den Musikantenknochen angestoßen. Also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe ja früher Hockey gespielt und als kleiner Kerl einiges einstecken müssen. Da gewöhnt man sich an kleine Blessuren. Es war etwas viel Ernsteres. Michael J. Fox musste erst lernen, das Unbegreifliche zu begreifen. Er war noch keine 30, als die Ärzte ihm sagten, dass er Parkinson habe. Eine Krankheit, die man bisher von älteren Männern kannte. Fox beschloss, seinen Zustand so lange wie möglich nicht publik zu machen. Trotz seiner Beschwerden arbeitete er weiter. Doch seine Filme Hilfe, jeder ist der Größte, Ein Concierge zum Verlieben und Greedy, Erben will gelernt sein, kamen bei weitem nicht an seinen Erfolg Zurück in die Zukunft heran. Für Michael J. Fox wurde es schwierig, seriöse Hauptrollen zu übernehmen, da man daran gewöhnt war, ihn in Komödien zu sehen, wie er agiert. Für jemanden, der sich noch vor ein paar Jahren kaum Lebensmittel leisten konnte, war dieser Erfolg fast unwirklich. Aber Fox blieb vorsichtig und fast abergläubisch, damit es ihm ja nicht zu Kopf stieg. Ich fühle mich gesegnet. Es ist, als müsste ich den Flaschengeist gut behandeln, damit meine Wünsche erfüllt werden. Man muss respektvoll und dankbar bleiben. Michael J. Fox wollte mit dem Serienerfolg im Rücken versuchen, eine Kinohauptrolle zu ergattern. Während einer 5-wöchigen Sommerpause hatte er einen haarigen Dreh. Teen Wolf war eine Low-Budget-Produktion, aber es war seine erste Hauptrolle in einem Film. Er war überzeugt, dass es auch seine letzte sein würde. Es war ein Teenager-Film über einen Werwolf und er musste eine Menge Haare im Gesicht haben. Nicht gerade ein Erfolgsrezept. Noch bevor der Film herauskam, war der Hollywood-Gigant Steven Spielberg auf Michael J. Fox aufmerksam geworden. Er war der Produzent bei einem schrägen Film über einen zeitreisenden Teenager. Doch es gab ein großes Problem. Die Produzenten von Zurück in die Zukunft waren meine Freunde. Sie kamen zu mir, weil sie Michael für die Hauptrolle wollten. Sie zeigten mir ihren Drehplan und es war unmöglich, die neue Staffel von Hilfe, wir werden erwachsen und Zurück in die Zukunft zu drehen. Denn für beides gab es einen engen Zeitrahmen. Ich bedauerte, ihnen diese Chance versauen zu müssen, aber es ging einfach nicht. Eric Stoltz, ein anderer Schauspieler, wurde als Marty McFly besetzt und die Dreharbeiten begannen. Michael J. Fox wusste nicht einmal, dass er für die Rolle vorgesehen war. Doch nach 6 Wochen funktionierte der Film mit Eric Stoltz einfach nicht. Spielberg bat ein zweites Mal verzweifelt um Michael J. Fox. Also tüftelten sie einen Zeitplan aus, bei dem sie nachts und am Wochenende drehten und fragten mich, ob das klappen könnte. Ich wollte es ihm wirklich ermöglichen. Ich wollte nicht, dass er wegen unserer TV-Serie nichts anderes machen kann. Fox hatte nur wenig Zeit, um sich auf die Rolle vorzubereiten, aber er wollte unbedingt beweisen, dass er das Zeug zu diesem Film hatte. Er war aufgeregt und wollte es gut machen. Es war eine fabelhafte Rolle und er wollte darin glänzen. Er stieß spät dazu, wir hatten schon seit 6 Wochen gedreht. Er sprang ein und hatte kaum Zeit, seinen Part zu lernen. Es gab viele Action-Szenen und er musste mit dem Filmteam und den Schauspielerkollegen warm werden. Dann das tägliche Bangen, ob die Aufnahmen den Erwartungen entsprachen. Das war ein Sprung ins kalte Wasser.
dive into. Es war seltsam, eine Rolle zu übernehmen, die ein anderer Schauspieler aufgeben musste. Ein Großteil des Filmes war ja schon gedreht. Am Set hatte sich bereits eine Filmfamilie gebildet. Und Michael J. Fox wurde da einfach hineingeworfen. Fox probte und drehte für Hilfe, wir werden erwachsen, über 8 Stunden am Tag. Am Abend raste er dann zu seinem Zweitjob und arbeitete bis in den frühen Morgen hinein. Dieser Zeitplan ließ Michael J. Fox nur 2 oder 3 Stunden Schlaf, bevor das Ganze wieder von vorne losging. Es war eine übermenschliche Leistung, tagsüber unsere Show und abends zurück in die Zukunft. Trotzdem wurden wir langsam stinkig, weil er immer müde war. Klar war er müde, aber er wusste, er muss antreten. Diese Show war seine erste Verpflichtung. Ohne sie hätte es den Film nicht gegeben, also streng dich an. Und das tat er. Er war ein kluger Junge. Er war sehr professionell. Er wusste, es gab viel zu tun und er war hochkonzentriert. Er ließ sich nicht durch Anerkennung ablenken und er war sehr fleißig. Falls Michael J. Fox müde war, sah man es ihm nicht an. Christopher Lloyd spielte den nervösen, aber brillanten Mentor von Marty McFly. Sie waren ein großartiges Gespann. Es war einfach da. Ich war Doc und er war Marty. Wir mussten nicht daran arbeiten, wir waren es. Das Publikum war derselben Meinung. Zurück in die Zukunft wurde der Kassenschlager und sofort ein Klassiker. Es ist einer der seltenen Filme, die alle Altersgruppen ansprechen. Die Kritiker überschlugen sich. Alle paar Jahre gibt es einen Film, den man einfach umarmen möchte. Wir mochten Michael ja schon vorher. Nach Zurück in die Zukunft liebten wir ihn. Die ganze Welt verliebte sich in Michael J. Fox. Der Film erzielte den Kassenhit des Jahres und Michael J. Fox gehörte ab sofort zur ersten Liga. Doch noch war sein zweitklassiger Film nicht angelaufen. Nur einen Monat nachdem die Zukunftskomödie die Kassen hatte klingeln lassen, wollten die Produzenten von Teen Wolf sehen, ob dieser Goldjunge auch ihnen Glück bringen würde. Sie schmissen den Werwolf-Film auf den Markt und hielten den Atem an. Und es klappte. When the movie came out, Michael war jetzt ein großer Filmstar und Teen Wolf schlug Kapital aus seinem Namen. Überraschenderweise war der Film ganz gut, nicht wie Zurück in die Zukunft, aber ganz nett. Dieser Kinoerfolg beunruhigte seine Fernsehfamilie. Bald gab es Gerüchte, dass er bereit war, seine Familienbande zu verlassen. Unsere Serie war ein Hit und manche Freunde und Geschäftspartner meinten, ich hätte einen schrecklichen Fehler gemacht. Warum? Sie sagten, schau mal, deine Serie ist ein Erfolg, das hast du nicht nötig. Dieser Junge wird ein Star werden und die Serie im Stich lassen. Hilfe, wir werden erwachsen, war nichts ohne Michael J. Fox. Wenn er gesagt hätte, ihr könnt mich mal, ich gehe nach Hollywood und komme nicht zurück, wäre es ausgewiesen. Die Loyalität siegte, etwas Seltenes in Hollywood. Fox versprach, die Serie weiterzumachen. Er hat seine Wurzeln nicht vergessen, er war gut erzogen. Das hieß nicht, dass Fox keine Filme mehr machen würde. Er drehte 2 erfolgreiche Fortsetzungen von Zurück in die Zukunft. Doch sein außerordentlicher Erfolg in den 80er Jahren war schwer zu halten. Aus den Schuhen des lustigen Teenagers herauszuwachsen, die ihn berühmt gemacht hatten, erwies sich als seine schwerste Rolle. Manchmal will das Publikum einen Schauspieler, den es liebt, nicht in anderen Rollen sehen. Es ist dann enttäuscht. Er ist wirklich eine 80er-Jahre-Berühmtheit. Wenn man so mit einer Dekade verbunden ist, kann es schwer sein, sich weiterzuentwickeln. Er spielte Alex P. Keaton, Marty McFly, den Teen Wolf. Er hat etwas Koboldhaftes an sich, aber ohne zu nerven. Sein Humor ist unglaublich. Er ist mutig und talentiert. Ich will nichts beschönigen. Es kotzt mich an, es nervt. Ich will nicht als krank gelten. Er nimmt etwas so Niederschmetterndes und sagt, ich kann da etwas bewirken.
know around here I might appear like a, you know, a pretty clean-cut guy, but at home, forget about it. Complete lunatic. Seine Karriere begann in den 80er Jahren mit der TV-Serie Hilfe, wir werden erwachsen. Als konservativer Teenager, der Nixon verehrt, prägte er vielleicht auch ein ganzes Jahrzehnt. God, I look good. Frauen fanden ihn sehr anziehend. Und Männer mochten ihn ebenfalls. Er hatte etwas Tollpatschiges an sich. Und selbst wenn er an deinem Stuhl sägte, musstest du ihn mögen. Er entwickelte ein feines Gespür für Komik. Er konnte mit nur einem Witz drei Lacher bewirken. Bereits mit 21 Jahren hatte Michael J. Fox viel erreicht. Eine höchst erfolgreiche Fernsehserie und die Hauptrolle in einem der größten Kassenschlager aller Zeiten. Zurück in die Zukunft. Damit festigte sich sein Status als A-Promi. Und selbst seine schlechteren Filme erzielten Millionenumsätze. Er hielt Teen Wolf wahrscheinlich für einen unbedeutenden Film, der ihm nichts bringen würde. Schon allein wegen des Titels. Teen Wolf. Es schien egal, welche Rolle er spielte. Das Publikum liebte Michael J. Fox einfach. Auch heute noch. Jetzt ist es schon 17 Jahre her, dass die Serie vom Bildschirm verschwand. Und Menschen fragen mich noch immer, wie war es, mit Michael J. Fox zu arbeiten? Das ist die erste Frage. Man neidet Michael J. Fox seinen Erfolg nicht. Denn er ist nicht der Größte und nicht der Bestaussehendste. Er sieht gut aus, aber man gönnt es ihm. Man freut sich für ihn. Doc, you don't just walk into a store and buy plutonium. Did you rip that off? Viele Leute fragten nach ihm. Heute erst wurde ich gefragt. Sprichst du mit Michael? Wie geht es ihm? Sie lieben ihn. Trotz seines Erfolges und seines Ruhmes bekommt Fox ein seltenes Kompliment für einen Hollywood-Star. Er ist bodenständig geblieben. Er ist sehr normal und auch dankbar für den Erfolg. Er ist absolut keine Primadonna. Michael J. Fox ist wie jedermann. Ein bisschen klüger als der Durchschnitt, aber man mag ihn und man kann sich mit ihm identifizieren. Viele Schauspieler mit einem geringen Selbstbewusstsein gehen aus, weil sie die Veränderung im Raum spüren wollen, den sie betreten. Sie müssen ihren Ruhm fühlen. Mike spiegelte sich in seiner Arbeit wider. Michael J. Fox' Sprung vom Fernsehstar zum Filmstar war offenbar mühelos. Der Sprung zurück gelang ihm mit derselben Eleganz. Aber die Rückkehr in das Medium, das ihn zum Star machte, brachte Veränderungen mit sich. Fox wollte nun mehr Einfluss. Mike hatte eine komplett andere Aufgabe bei Chaos City als bei Hilfe, wir werden erwachsen. Und er trug mehr Verantwortung. Als leitender Produzent hatte er ganz andere Aufgaben, als nur zu spielen. Mike kennt die Abläufe beim Dreh genau. Und er weiß, was nötig ist, damit so eine Produktion Erfolg hat. Chaos City zeigte seinen Fans, warum der Schauspieler seinen Ruf als Serienkönig erhalten hatte. Aber es war längst nicht so problemlos, wie es nach außen wirkte. Hinter den Kulissen versuchte Michael J. Fox, ein schmerzhaftes Geheimnis zu bewahren. Mit 30 Jahren wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. Durch die Krankheit verlor er die Kontrolle über seine Muskeln. Es war ihm fast unmöglich, die gewohnte Leistung zu erbringen. Es war schrecklich, ihn, den Perfektionisten, damit kämpfen zu sehen und zu beobachten, wie er die Kontrolle verlor. Die Leute, die 8 bis 10 Stunden am Tag mit ihm arbeiteten, wussten, dass es Probleme gab. Aber man hatte uns erklärt, dass er an Borreliose litt und er hatte eine gute Geschichte parat. Er ist eben ein guter Schauspieler. Michael J. Fox tarnte die Symptome gut, aber sein Körper verriet ihn, als die Krankheit weiter fortschritt. Der ganze Produktionsplan musste geändert werden, denn wir konnten nur arbeiten, wenn Mike dazu fähig war. Und wenn es nicht ging, gab es keine andere Möglichkeit. Anders wäre es unmenschlich gewesen und nicht machbar.
Ihm war klar, dass er es in der Öffentlichkeit nicht lange geheim halten konnte. Er und Tracy Pollan fuhren in einer Limousine zu den Golden Globes. Bei der Ankunft zitterten seine Arme und Beine unkontrollierbar. Sie mussten so lange um den Block fahren, bis er aus dem Auto steigen konnte. Michael J. Fox gab die schockierende Nachricht 1998 bekannt und wurde zum Sprachrohr für Parkinson-Kranke. Er setzte seinen Charme und seinen Ruhm ein, um Aufmerksamkeit und Gelder auf ein Thema zu lenken, das für ihn Leben oder Tod bedeutete. Ich habe mit Chaos City aufgehört, um ein Heilmittel für Parkinson zu finden. Und mit etwas Glück bin ich in 10 Jahren arbeitslos, denn so lange wird es in etwa dauern. Mike ist unauffindbar. Er ist jede Woche an einem anderen Ort. Ich kenne niemanden, der so aktiv und engagiert ist. Im Kongress ist mir nach Reden zumute. Michael J. Fox gab seiner Karriere einen Richtungswechsel, als er an die Öffentlichkeit ging. Er wurde zum Gesicht einer Krankheit und Tracy Pollan ist die ganzen Jahre an seiner Seite geblieben. Mein Leben beginnt nicht, wenn dieser Kampf vollendet ist. Mein Leben hängt nicht in der Warteschleife, bis ich ein Heilmittel gefunden habe. Ich warte nicht darauf, dass mir diese Bürde genommen wird. Ich bin, wer ich jetzt bin. Michael J. Fox nannte seine Autobiografie Comeback, Parkinson wird nicht siegen. Er findet, sein Leben sei von Beginn an vom Glück begleitet worden. Aber es war mehr als Glück, dass dieser kanadische Kleinstadtjunge, der aus dem Nichts aufgetaucht war, es in Hollywood so weit brachte. Es war erstaunlich, wie sich Michael Andrew Fox, der wilde kleine Kerl aus Kanada, eines Tages in den großen Fernseh- und Filmstar Michael J. Fox verwandelte. Meine Mutter erzählte mir, dass alle immer fragten, was soll aus Michael werden, wenn er erwachsen wird? Wird er überhaupt erwachsen, physisch wie auch emotional? Das war die große Frage. Michael J. Fox ist zwar nur 1,64 Meter groß, doch sein Kopf steckte schon immer in den Wolken. Ich war wirklich ein Träumer. Ich wollte Schriftsteller, Hockeyspieler oder Rockstar werden. Letztlich bin ich dann in die Schauspielerei reingerutscht. Das war noch das Seriöseste. Fox mag eine Karriere als Schauspieler seriös vorgekommen sein, aber in der Kleinstadt Burnaby sah das keiner so. Für Burnaby war das sehr abgehoben, Schauspieler zu werden. Nicht nur, um im weihnachtlichen Krippenspiel in der Stadthalle mitzumachen, sondern ein richtiger Schauspieler, so wie John Wayne. Ein bizarrer Berufswunsch. Vom Sohn eines Berufssoldaten und einer Hausfrau wurden die üblichen 3 Schritte erwartet. Michael und seine 4 Geschwister sollten einen Schulabschluss machen, Arbeit finden und eine Familie gründen. Fox hatte schon Schwierigkeiten mit dem ersten Schritt. Die Highschool war, auch sozial, keine spannende Zeit für mich. Ich war nur auf die Schauspielerei fixiert, versuchte Arbeit zu finden, um als Schauspieler besser zu werden. Michael J. Fox erschien selten zum Unterricht. Nur bei Vorsprechterminen war er unermüdlich. Er wurde für erste kleine Fernseh- und Bühnenrollen engagiert, doch seine kindliche Erscheinung war oft ein Hindernis. Er sah lange Zeit jünger aus, als er war. Ich war so klein. Ich sah erst mit über 20 wie ein Teenager aus. Es gab sicher viele Rollen, die er gerne bekommen hätte, für die er aber zu jungenhaft aussah. Selbst als erwachsener Mann sah er noch sehr jung aus. Es war schwer für ihn, Erwachsenenrollen zu bekommen. Aber schließlich hat sich das für ihn bezahlt gemacht. Michael J. Fox fand einen Weg, seine Körpergröße in einen Vorteil zu verwandeln. 1976 produzierte das kanadische Fernsehen eine neue Serie über Leo, einen Junggesellen, und Jamie, seinen 10-jährigen Neffen, sowie deren Missgeschicke auf einem Hausboot. CBC suchte einen 10-Jährigen für eine Fernsehserie. Ich war 15, sah aber wie 10 aus. Sie wollten einen aufgeweckten 10-Jährigen. Ich war der aufgeweckteste 10-Jährige, den sie je gesehen haben. It's just butterflies. You know, all the big pros, they get them. Yeah,
But I'm gonna blow it, Leo, all those people looking at me. Forget about it. Die Rolle, die er in der Serie spielte, mied Kameras und Rampenlicht, während sich der echte Michael J. Fox danach sehnte. Doch die CBC ließ die Bänder im Schrank verschwinden. Erst 4 Jahre später wurde Leo and Me in Kanada ausgestrahlt. So lange wollte Fox nicht auf den Ruhm warten. Er wollte nicht mal den Highschool-Abschluss machen. Mit 17 ging er von der Schule ab und überzeugte seinen Vater, dass er es als Schauspieler in Hollywood schaffen würde. Der war skeptisch, belud aber das Auto und fuhr seinen Sohn nach Los Angeles. Mein Vater fuhr mich zwar nach Kalifornien, aber sagte nicht, klar, was immer du willst, sondern, gut, ich fahre dich da runter und helfe dir, einen Agenten zu finden. Der Rest ist deine Sache. Michael J. Fox fand schnell einen Agenten, doch als Kanadier benötigte er auch ein Arbeitsvisum, in dem stand, dass er besondere Fähigkeiten habe, die kein amerikanischer Schauspieler hätte. Meine besondere Fähigkeit war, dass ich viel jünger aussah. Dadurch konnte die Filmproduktion Geld sparen, weil ich länger arbeiten durfte als jeder Minderjährige und sie keinen Betreuer bezahlen mussten. Es ist so witzig, dass alles von einer hormonellen Störung abhing und nicht von meinem mimischen Talent. Michael J. Fox erhielt kleine Engagements, darunter sogar eine feste Rolle in der Serie Palmerstown, USA. Dieses Drama über Rassenkonflikte in den 30er Jahren wurde von 2 Schwergewichten der Branche kreiert. Dem Produzenten Norman Lear sowie Alex Haley, dem Autor des Buches Roots. Fox dachte, Palmerstown könnte ihm eine längerfristige Perspektive eröffnen. Die Serie erhielt gute Kritiken, aber schlechte Einschaltquoten und wurde 1981 schnell wieder eingestellt. Im selben Jahr kam endlich Leo and Me in Kanada heraus, doch ebenfalls mit wenig Erfolg. Ohne Geld, Vorsprechtermine und Unterstützung von Familie oder Freunden hatte Fox schwer zu kämpfen. Damals war ich sehr verzweifelt, finanziell und in jeder anderen Hinsicht. Es war sehr riskant. Er sah nicht gerade wie der typische Filmheld aus. Doch aufgeben kam nicht in Frage. Er hatte Kanada verlassen, um gegen jede Wahrscheinlichkeit in Hollywood Fuß zu fassen. Er hatte Talent und Selbstvertrauen, doch hatten 164 cm bübischer Charme eine Chance? Seit 3 Jahren war Michael J. Fox in Hollywood. Bis 1982 ohne sichtbare Ergebnisse. Er hatte seine kanadische Heimat mit den hochfliegenden Plänen verlassen, erfolgreicher Schauspieler oder sogar ein Star zu werden. Stattdessen durchlitt er das typische Schauspielersyndrom, Ablehnung und Armut. Doch sein Ehrgeiz und seine Geduld zahlten sich aus. Für die Serie »Hilfe, wir werden erwachsen« sollte die Rolle des Alex P. Keaton besetzt werden. Diese Figur prägte seine Karriere so sehr, dass man sich kaum jemand anderen für diese Rolle vorstellen kann. Doch sie wäre beinahe an einen anderen gegangen. Ursprünglich sollte ein junger Schauspieler die Rolle erhalten, der noch nie zuvor gespielt hatte, Matthew Broderick. Doch der machte einen Rückzieher. Mike war der Nächste, den ich mir ansah. Aber es war schwer, sich auf jemand anderen einzustellen, da ich noch auf Matthew fixiert war. Zum Glück stellte sich die Castingchefin Judith Weiner auf jemand anderen ein. Sie sah in Fox etwas, das Gary David Goldberg, der Schöpfer der Serie, nicht sah. Als Michael mein Büro verließ, rief Judith, hol ihn zurück, er ist der Beste, lauf ihm nach, er ist es. Darauf ich habe eine gewisse Vorstellung, wer Alex Keaton spielen sollte und es ist nicht Michael J. Fox. Die Castingchefin konnte Goldberg aber glücklicherweise überzeugen, ihm eine zweite Chance zu geben. Diesmal räumte Fox jeden Zweifel beiseite. Michael kam rein und war, wie er nun mal ist, und ich sagte zu Judith, warum hast du mir von dem nichts erzählt? Der Typ ist klasse. Nun, da sich alle einig waren, musste Michael J. Fox nur noch unter Vertrag genommen werden. Scheinbar kein Problem, wenn man bedenkt, dass er bereits Stück um Stück Möbel verkauft hatte, um sich ernähren zu können. Und doch musste ein technisches Detail überwunden werden. Er war wirklich pleite. Nach der Leseprobe sagte ich zu Judith, nimm ihn schnell unter Vertrag. Und sie meinte, wir müssen warten. Er hat nicht mal ein Telefon. Er konnte sich kein Telefon leisten. Er hatte eine Art Büro in einem Fastfood-Restaurant in der Highland Avenue eingerichtet. Und wir mussten warten, bis er dort auftauchte. Am
Am 22. September 1982 erblickte der Keaton-Clan endlich das Licht der Fernsehwelt. Michael Gross und Meredith Baxter spielten Steven und Elise Keaton. Althippies aus den 60er Jahren, die drei Kinder großziehen, deren Ideale weit von denen ihrer Eltern entfernt liegen. Die oberflächliche materialistische Mallory, Wildfang Jennifer und ihr konservativer Sohn und Ronald Reagan-Fan Alex P. Keaton. Alex P. Keaton war eine Figur, die es so noch nicht gegeben hatte. Er machte sich nichts aus Mädchen, Ausgehen oder Alkohol. Er wollte nur Geld verdienen. Er verkörperte die Gier und den Ehrgeiz der 80er Jahre. Und doch mochte man ihn. Er war liebenswert. Er hatte etwas Arrogantes, aber nicht zu sehr. Alex Keaton war ein junger Überflieger, aber man mochte ihn, weil er sehr witzig dabei war. Nach den harten Jahren als Niemand in Hollywood ging es für Michael J. Fox in dieser Serie um viel. Sein Vater Bill wollte, dass sein Sohn diese große Chance nicht vermasselte. Bill fragte mich einmal, macht er irgendwelche Schwierigkeiten? Wenn ja, dann rede ich mit ihm. Ich sagte, Bill, er ist prima. Darauf er, nein, wirklich. Sie haben ihm einen Job gegeben, als niemand ihn wollte. Bill, es ist alles in Ordnung. Sie haben ihn gut erzogen, keine Sorge. Die Schauspieler hatten von Anfang an ein sehr kameradschaftliches Verhältnis zueinander. Am Set als auch privat. Und manchmal verwischten sich die Familienrollen. Bevor Michael J. Fox sich ein Auto leisten konnte, holte Meredith Baxter ihn morgens ab, wie eine Mutter, die ihren großen Sohn zur Schule fährt. Wenn wir um 10 verabredet waren, fuhr ich vor seine Wohnung und hupte kurz. Ich dachte, das wäre das Zeichen für, ich bin da, komm raus. Aber es war so, dass ich hupte, dann eine kurze Pause, dann hörte ich seine Dusche angehen. Na gut, alles klar. Dann kam er aus dem Haus gerannt, schmiss sich ins Auto und die Haare trockneten, während wir zu Paramount rasten. Trotz des sehr guten Sendeplatzes war Hilfe, wir werden erwachsen, nicht auf Anhieb ein Erfolg. Anfangs landete die Serie nicht mal unter den ersten 30. Aber NBC mochte die Show, vor allem auch wegen Michael J. Fox, und gab ihr Zeit. Als ich Hilfe, wir werden erwachsen entwickelte, stand Alex Keaton zunächst nicht im Mittelpunkt. Die Serie drehte sich eigentlich um die Eltern. Aber interessanterweise reagierte das Live-Publikum von Anfang an mehr auf Alex. Sie wussten ja nichts über ihn, aber immer wenn Michael kam, beugten sich alle nach vorne. Sobald er abging, lehnten sich alle wieder zurück. Er stahl allen die Show. Er kam raus und ganz Amerika fragte sich, wer ist eigentlich dieser Kanadier? Er ist witzig, smart und cool. Ab der dritten Staffel war Hilfe, wir werden erwachsen ein Riesenhit mit mehr Zuschauern als Dallas, Denver Clan und Miami Vice. Und Michael J. Fox war eindeutig der Star. Ich kann's nicht fassen. Das ist toll. Ich fühle mich wie 1,20 Meter. In Michael fanden sie die Stimme der Show, für die sie schreiben konnten. Ich fand, sie konnten nicht sehr gut für mich schreiben und vielleicht auch nicht so gut für Michael Gross. Alex entwickelte sich zur stärksten Figur mit all den Marotten, die sie sich für ihn ausdachten. Es wurde oft von Spannungen am Set berichtet, weil ursprünglich die beiden Erwachsenen die Hauptfiguren der Serie sein sollten. Und dann wurde Alex Keaton nicht nur der Star, sondern ein amerikanisches Idol. Mike Fox strahlte immer diese Aufrichtigkeit und Anständigkeit aus. Er wollte einfach Teil des Teams sein und mit allen klarkommen. In den frühen Jahren der Serie, als es wegen seines wachsenden Ruhmes zu Spannungen kam, zog er sich ein wenig zurück, um es Meredith oder Michael Gross einfacher zu machen, damit sie sich wohlfühlten. Er hat seine Position als Star nie ausgespielt. Diese Haltung überrascht nicht, wenn man weiß, dass zu Hause bei Familie Fox entweder niemand oder alle eine Extrawurst bekamen. Meinen ersten Emmy habe ich meinen Eltern geschickt, weil er genauso gut ihrer wie meiner war. Meine Mutter stellte ihn auf den Tisch neben der Haustür. Am Tag darauf wurde der Boxpokal meines Bruders daneben gestellt, dann die Bridge-Preise meiner Eltern, die Kegeltrophäe meiner Schwester, alles drumherum. Michael J. Fox won this award.
Fox Eltern mussten noch Platz für zwei weitere Emmys schaffen, die er für Hilfe, wir werden erwachsen erhielt. Doch während es ihm einfach fiel, in Kanada bodenständig zu bleiben, wurde es in Hollywood etwas schwieriger. Er war plötzlich ein internationaler Superstar. Nach Zurück in die Zukunft kam er sich vor wie Mickey Mouse. Er war auf einen solchen Ruhm nicht vorbereitet. Die Frage war, kann er den Sprung zum Filmstar schaffen? Aber ja. Mitte der 80er Jahre war Hilfe, wir werden erwachsen ein Riesenerfolg und Michael J. Fox der Star der Serie. Das halbstündige Fernsehformat ist interessant. Es wurde ursprünglich von Lucille Ball kreiert. Es gibt nur eine andere Person, die darin richtig aufging, und das war Michael J. Fox. Er war so in Fahrt, dass er kaum zu bremsen war. Er hat was Koboldhaftes an sich, aber ohne zu nerven. Er ist ein Schlingel, aber er geht nie zu weit. Seine inneren Qualitäten als Mensch sind immer sichtbar, wenn er als Schauspieler... Seit 3 Jahren war Michael J. Fox in Hollywood. Bis 1982 ohne sichtbare Ergebnisse. Er hatte seine kanadische Heimat mit den hochfliegenden Plänen verlassen, erfolgreicher Schauspieler oder sogar ein Star zu werden. Stattdessen durchlitt er das typische Schauspielersyndrom, Ablehnung und Armut. Doch sein Ehrgeiz und seine Geduld zahlten sich aus. Für die Serie Hilfe, wir werden erwachsen sollte die Rolle des Alex P. Keaton besetzt werden. Diese Figur prägte seine Karriere so sehr, dass man sich kaum jemand anderen für diese Rolle vorstellen kann. Doch sie wäre beinahe an einen anderen gegangen. Ursprünglich sollte ein junger Schauspieler die Rolle erhalten, der noch nie zuvor gespielt hatte, Matthew Broderick. Doch der machte einen Rückzieher. Mike war der Nächste, den ich mir ansah. Aber es war schwer, sich auf jemand anderen einzustellen, da ich noch auf Matthew fixiert war. Zum Glück stellte sich die Castingchefin Judith Weiner auf jemand anderen ein. Sie sah in Fox etwas, das Gary David Goldberg, der Schöpfer der Serie, nicht sah. Als Michael mein Büro verließ, rief Judith, hol ihn zurück, er ist der Beste, lauf ihm nach, er ist es. Darauf ich habe eine gewisse Vorstellung, wer Alex Keaton spielen sollte, und es ist nicht Michael J. Fox. Die Castingchefin konnte Goldberg aber glücklicherweise überzeugen, ihm eine zweite Chance zu geben. Diesmal räumte Fox jeden Zweifel beiseite. Michael kam rein und war, wie er nun mal ist, und ich sagte zu Judith, warum hast du mir von dem nichts erzählt? Der Typ ist klasse. Nun, da sich alle einig waren, musste Michael J. Fox nur noch unter Vertrag genommen werden. Scheinbar kein Problem, wenn man bedenkt, dass er bereits Stück um Stück Möbel verkauft hatte, um sich ernähren zu können. Und doch musste ein technisches Detail überwunden werden. Er war wirklich pleite. Nach der Leseprobe sagte ich zu Judith, nimm ihn schnell unter Vertrag. Und sie meinte, wir müssen warten. Er hat nicht mal ein Telefon. Er konnte sich kein Telefon leisten. Er hatte eine Art Büro in einem Fastfood-Restaurant in der Highland Avenue eingerichtet. Und wir mussten warten, bis er dort auftauchte. Am 22. September 1982 erblickte der Keaton-Clan endlich das Licht der Fernsehwelt. Michael Gross und Meredith Baxter spielten Stephen und Elise Keaton. Althippies aus den 60er Jahren, die 3 Kinder großziehen, deren Ideale weit von denen ihrer Eltern entfernt liegen. Die oberflächliche materialistische Mallory, Wildfang Jennifer und ihr konservativer Sohn und Ronald Reagan-Fan Alex P. Keaton. Alex P. Keaton war eine Figur, die es so noch nicht gegeben hatte. Er machte sich nichts aus Mädchen, Ausgehen oder Alkohol. Er wollte nur Geld verdienen. Er verkörperte die Gier und den Ehrgeiz der 80er Jahre. Und doch mochte Mike ist unauffindbar. Er ist jede Woche an einem anderen Ort. Ich kenne niemanden, der so aktiv und engagiert ist. Im Kongress ist mir nach Reden zumute. Michael J. Fox gab seiner Karriere einen Richtungswechsel, als er an die Öffentlichkeit ging. Er wurde zum Gesicht einer Krankheit und Tracy Pollan ist die ganzen Jahre an seiner Seite geblieben. Mein Leben beginnt nicht, wenn dieser Kampf vollendet ist. Mein Leben hängt nicht in der Warteschleife, bis ich ein Heilmittel gefunden habe. Ich warte nicht darauf, dass mir diese Bürde genommen wird. Ich bin, wer ich jetzt bin. Michael J. Fox nannte seine Autobiografie Comeback, Parkinson wird nicht siegen.
Er findet, sein Leben sei von Beginn an vom Glück begleitet worden. Aber es war mehr als Glück, dass dieser kanadische Kleinstadtjunge, der aus dem Nichts aufgetaucht war, es in Hollywood so weit brachte. That face! That face! I must have that face! Would you like a drink? Es war erstaunlich, wie sich Michael Andrew Fox, der wilde kleine Kerl aus Kanada, eines Tages in den großen Fernseh- und Filmstar Michael J. Fox verwandelte. Meine Mutter erzählte mir, dass alle immer fragten, was soll aus Michael werden, wenn er erwachsen wird? Wird er überhaupt erwachsen, physisch wie auch emotional? Das war die große Frage. Michael J. Fox ist zwar nur 1,64 Meter groß, doch sein Kopf steckte schon immer in den Wolken. Ich war wirklich ein Träumer. Ich wollte Schriftsteller, Hockeyspieler oder Rockstar werden. Letztlich bin ich dann in die Schauspielerei reingerutscht. Das war noch das Seriöseste. Fox mag eine Karriere als Schauspieler seriös vorgekommen sein, aber in der Kleinstadt Burnaby sah das keiner so. Für Burnaby war das sehr abgehoben, Schauspieler zu werden. Nicht nur, um im weihnachtlichen Krippenspiel in der Stadthalle mitzumachen, sondern ein richtiger Schauspieler, so wie John Wayne. Ein bizarrer Berufswunsch. Vom Sohn eines Berufssoldaten und einer Hausfrau wurden die üblichen drei Schritte erwartet. Michael und seine vier Geschwister sollten einen Schulabschluss machen, Arbeit finden und eine Familie gründen. Fox hatte schon Schwierigkeiten mit dem ersten Schritt. Die Highschool war, auch sozial, keine spannende Zeit für mich. Ich war nur auf die Schauspielerei fixiert, versuchte Arbeit zu finden, um als Schauspieler besser zu werden. Michael J. Fox erschien selten zum Unterricht. Nur bei Vorsprechterminen war er unermüdlich. Er wurde für erste kleine Fernseh- und Bühnenrollen engagiert, doch seine... Ein bizarrer Berufswunsch. Vom Sohn eines Berufssoldaten und einer Hausfrau wurden die üblichen drei Schritte erwartet. Michael und seine vier Geschwister sollten einen Schulabschluss machen, Arbeit finden und eine Familie gründen. Fox hatte schon Schwierigkeiten mit dem ersten Schritt. Die Highschool war, auch sozial, keine spannende Zeit für mich. Ich war nur auf die Schauspielerei fixiert, versuchte Arbeit zu finden, um als Schauspieler besser zu werden. Michael J. Fox erschien selten zum Unterricht. Nur bei Vorsprechterminen war er unermüdlich. Er wurde für erste kleine Fernseh- und Bühnenrollen engagiert, doch seine kindliche Erscheinung war oft ein Hindernis. Er sah lange Zeit jünger aus, als er war. Ich war so klein. Ich sah erst mit über 20 wie ein Teenager aus. Es gab sicher viele Rollen, die er gerne bekommen hätte, für die er aber zu jungenhaft aussah. Selbst als erwachsener Mann sah er noch sehr jung aus. Es war schwer für ihn, Erwachsenenrollen zu bekommen. Aber schließlich hat sich das für ihn bezahlt gemacht. Michael J. Fox fand einen Weg, seine Körpergröße in einen Vorteil zu verwandeln. 1976 produzierte das kanadische Fernsehen eine neue Serie über Leo, einen Junggesellen, und Jamie, seinen 10-jährigen Neffen, sowie deren Missgeschicke auf einem Hausboot. CBC suchte einen 10-jährigen für eine Fernsehserie. Ich war 15, sah aber wie 10 aus. Sie wollten einen aufgeweckten 10-jährigen. Ich war der aufgeweckteste 10-jährige, den sie je gesehen haben. It's just butterflies. You know, all the big pros, they get them. Yeah, but I'm gonna blow it, Leo. All those people looking at me. Forget about it. Die Rolle, die er in der Serie spielte, mied Kameras und Rampenlicht, während sich der echte Michael J. Fox danach sehnte. Doch die CBC ließ die Bänder im Schrank verschwinden. Erst 4 Jahre später wurde Leo and Me in Kanada ausgestrahlt. So lange wollte Fox nicht auf den Ruhm warten. Er wollte nicht mal den Highschool-Abschluss machen. Mit 17 ging er von der Schule ab und überzeugte seinen Vater, dass er es als Schauspieler in Hollywood schaffen würde. Der war skeptisch, belud aber das Auto und fuhr seinen Sohn nach Los Angeles. Mein Vater fuhr mich zwar nach Kalifornien, aber sagte nicht, klar, was immer du willst, sondern, gut, ich fahre dich da runter und helfe dir, einen Agenten zu finden. Der Rest ist deine Sache. Michael J. Fox fand schnell einen Agenten, doch als Kanadier benötigte er auch ein Arbeitsvisum, in dem stand, dass er besondere Fähigkeiten habe, die kein amerikanischer Schauspieler hätte.
Meine besondere Fähigkeit war, dass ich viel jünger aussah. Dadurch konnte die Filmproduktion Geld sparen, weil ich länger arbeiten durfte als jeder Minderjährige und sie keinen Betreuer... Fähigkeiten habe, die kein amerikanischer Schauspieler hätte. Meine besondere Fähigkeit war, dass ich viel jünger aussah. Dadurch konnte die Filmproduktion Geld sparen, weil ich länger arbeiten durfte als jeder Minderjährige und sie keinen Betreuer bezahlen mussten. Es ist so witzig, dass alles von einer hormonellen Störung abhing und nicht von meinem mimischen Talent. Michael J. Fox erhielt kleine Engagements, darunter sogar eine feste Rolle in der Serie Palmerstown, USA. Dieses Drama über Rassenkonflikte in den 30er Jahren wurde von zwei Schwergewichten der Branche kreiert. Dem Produzenten Norman Lear sowie Alex Haley, dem Autor des Buches Roots. Fox dachte, Palmerstown könnte ihm eine längerfristige Perspektive eröffnen. Die Serie erhielt gute Kritiken, aber schlechte Einschaltquoten und wurde 1981 schnell wieder eingestellt. Im selben Jahr kam endlich Leo and Me in Kanada heraus, doch ebenfalls mit wenig Erfolg. Ohne Geld, Vorsprechtermine und Unterstützung von Familie oder Freunden hatte Fox schwer zu kämpfen. Damals war ich sehr verzweifelt, finanziell und in jeder anderen Hinsicht. Es war sehr riskant. Er sah nicht gerade wie der typische Filmheld aus. Doch aufgeben kam nicht in Frage. Er hatte Kanada verlassen, um gegen jede Wahrscheinlichkeit in Hollywood Fuß zu fassen. Er hatte Talent und Selbstvertrauen, doch hatten 164 cm bübischer Charme eine Chance? Seit 3 Jahren war Michael J. Fox in Hollywood. Bis 1982 ohne sichtbare Ergebnisse. Er hatte seine kanadische Heimat mit den hochfliegenden Plänen verlassen, erfolgreicher Schauspieler oder sogar ein Star zu werden. Stattdessen durchlitt er das typische Schauspielersyndrom, Ablehnung und Armut. Doch sein Ehrgeiz und seine Geduld zahlten sich aus. Für die Serie »Hilfe, wir werden erwachsen« sollte die Rolle des Alex P. Keaton besetzt werden. Diese Figur prägte seine Karriere so sehr, dass man sich kaum jemand anderen für diese Rolle vorstellen kann. Doch sie wäre beinahe an einen anderen gegangen. Ursprünglich sollte ein junger Schauspieler die Rolle erhalten, der noch nie zuvor gespielt hatte, Matthew Broderick. Doch der machte einen Rückzieher. Mike war der Nächste, den ich mir ansah. Aber es war schwer, sich auf jemand anderen einzustellen, da ich noch auf Matthew fixiert war. Zum Glück stellte sich die Castingchefin Judith Weiner auf jemand anderen ein. Sie sah in Fox etwas, das Gary David Goldberg, der Schöpfer der Serie, nicht sah. Als Michael mein Büro verließ, rief Judith, hol ihn zurück, er ist der Beste, lauf ihm nach, er ist es. Ich habe wirklich damit gehadert, ob ich diesen Job annehmen sollte. Ich arbeitete in New York und war glücklich dort. Für diese Rolle musste ich nach Los Angeles ziehen. Ich hatte richtig Angst vor der Entscheidung und fragte jeden, den ich kannte, soll ich oder soll ich nicht? Natürlich nahm sie die Rolle an. Ihre Fernsehbeziehung verlief folgendermaßen. Junge trifft Mädchen, Mädchen findet, dass Junge ein eingebildeter Trottel ist, Mädchen verliebt sich trotzdem in ihn. Im wahren Leben war es beinahe genauso. Als Tracy zur Show kam, stand Zurück in die Zukunft bei mir an erster Stelle und Hilfe, wir werden erwachsen an zweiter. Ich genoss scheinbar Narrenfreiheit und niemand gab mir Kontra. Tracy kam eines Tages vom Mittagessen. Sie war wohl beim Italiener gewesen. Ich scherzte also rum und fragte, hey, hast du Knoblauch gegessen? Sie sagte keinen Ton. Dann gingen wir in die Kulisse für die nächste Szene und sie sagte, das war absolut unhöflich von dir. Du bist ein blödes... Das Wort sage ich jetzt nicht. Ich sagte ein Schimpfwort. Genau. Und ich dachte nur, wow, wie cool. Sie war klug, witzig und hatte den Mut, mich zurechtzuweisen. Tracy Pollan sollte nur 1 Jahr lang in der Serie mitspielen. Da beide in Beziehungen steckten, kamen sie und Fox während dieser Zeit nicht zusammen. Etwa 1 Jahr später war Michael J. Fox nicht mehr mit Nancy McKeon zusammen. Er hörte, dass Tracy sich von Kevin Bacon getrennt hatte. In einem Interview sagte er so etwas wie, oh, wie schade. Wo ist das Telefon? Er rief sie sofort an.
Als sich beide während der Dreharbeiten zu Bright Lights, Big City wieder begegneten, waren sie ungebunden. Allerdings nicht lange, denn schon 7 Monate später heiratete das Paar. Der größte Verdienst meiner Eltern ist ihre Art, ein Familienleben zu führen, sodass ich den starken Wunsch hatte, es ihnen gleich zu tun. Fox drehte in den 80ern viele weitere Filme, doch er hielt sein Versprechen und blieb bis zur letzten Episode bei Hilfe, wir werden erwachsen. Das Aus kam schließlich 1989 nach 7 Staffeln. In diesen 7 Jahren hat Mike nie einen Tag gefehlt. Er hat nie eine größere Garderobe, einen besseren Parkplatz oder die erste Stelle im Abspann verlangt. Ziemlich ungewöhnlich. Als die Serie vorbei war, widmete sich Michael J. Fox seiner Filmkarriere. Doch die langen Aufenthalte an weit entfernten Drehorten belasteten seine junge Ehe mit Tracy. Fox war in den vielen Monaten der Trennung zum Trinker geworden. Das war nichts für mich. Es kam der Punkt, an dem es mich wirklich negativ beeinflusste, und das war nicht das, was ich mir für mein Leben wünschte. Ich wollte nicht, dass er wegen unserer TV-Serie nichts anderes machen kann. Fox hatte nur wenig Zeit, um sich auf die Rolle vorzubereiten, aber er wollte unbedingt beweisen, dass er das Zeug zu diesem Film hatte. Er war aufgeregt und wollte es gut machen. Es war eine fabelhafte Rolle und er wollte darin glänzen. Er stieß spät dazu, wir hatten schon seit 6 Wochen gedreht. Er sprang ein und hatte kaum Zeit, seinen Part zu lernen. Es gab viele Action-Szenen und er musste mit dem Filmteam und den Schauspielerkollegen warm werden. Dann das tägliche Bangen, ob die Aufnahmen den Erwartungen entsprachen. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Es war seltsam, eine Rolle zu übernehmen, die ein anderer Schauspieler aufgeben musste. Ein Großteil des Filmes war ja schon gedreht. Am Set hatte sich bereits eine Filmfamilie gebildet. Und Michael J. Fox wurde da einfach hineingeworfen. Fox probte und drehte für Hilfe, wir werden erwachsen, über 8 Stunden am Tag. Am Abend raste er dann zu seinem Zweitjob und arbeitete bis in den frühen Morgen hinein. Dieser Zeitplan ließ Michael J. Fox nur 2 oder 3 Stunden Schlaf, bevor das Ganze wieder von vorne losging. Es war eine übermenschliche Leistung, tagsüber unsere Show und abends zurück in die Zukunft. Trotzdem wurden wir langsam stinkig, weil er immer müde war. Klar war er müde, aber er wusste, er muss antreten. Diese Show war seine erste Verpflichtung. Ohne sie hätte es den Film nicht gegeben, also streng dich an. Und das tat er. Er war ein kluger Junge. Er war sehr professionell. Er wusste, es gab viel zu tun und er war hoch konzentriert. Er ließ sich nicht durch Anerkennung ablenken und er war sehr fleißig. Falls Michael J. Fox müde war, sah man es ihm nicht an. Christopher Lloyd spielte den nervösen, aber brillanten Mentor von Marty McFly. Sie waren ein großartiges Gespann. Es war einfach da. Ich war Doc und er war Marty. Wir mussten nicht daran arbeiten. Wir waren es. Das Publikum war derselben Meinung. Zurück in die Zukunft wurde der Kassenschlager und sofort ein Klassiker. Es ist einer der seltenen Filme, die alle Altersgruppen ansprechen. Die Kritiker überschlugen sich. Alle paar Jahre gibt es einen Film, den man einfach umarmen möchte. Wir mochten Michael ja schon vorher. Nach Zurück in die Zukunft liebten wir ihn. Die ganze Welt verliebte sich in Michael J. Fox. Am 22. September 1982 erblickte der Keaton-Clan endlich das Licht der Fernsehwelt. Michael Gross und Meredith Baxter spielten Stephen und Elise Keaton. Althippies aus den 60er Jahren, die 3 Kinder großziehen, deren Ideale weit von denen ihrer Eltern entfernt liegen. Die oberflächliche materialistische Mallory, Wildfang Jennifer und ihr konservativer Sohn und Ronald Reagan-Fan Alex P. Keaton. Alex P. Keaton war eine Figur, die es so noch nicht gegeben hatte. Er machte sich nichts aus Mädchen, Ausgehen oder Alkohol. Er wollte nur Geld verdienen. Er verkörperte die Gier und den Ehrgeiz der 80er Jahre. Und doch mochte man ihn. Er war liebenswert.
Er hatte etwas Arrogantes, aber nicht zu sehr. Alex Keaton war ein junger Überflieger, aber man mochte ihn, weil er sehr witzig dabei war. Nach den harten Jahren als Niemand in Hollywood ging es für Michael J. Fox in dieser Serie um viel. Sein Vater Bill wollte, dass sein Sohn diese große Chance nicht vermasselte. Bill fragte mich einmal, macht er irgendwelche Schwierigkeiten? Wenn ja, dann rede ich mit ihm. Ich sagte, Bill, er ist prima. Darauf er, nein, wirklich. Sie haben ihm einen Job gegeben, als niemand ihn wollte. Bill, es ist alles in Ordnung. Sie haben ihn gut erzogen, keine Sorge. Die Schauspieler hatten von Anfang an ein sehr kameradschaftliches Verhältnis zueinander. Am Set als auch privat. Und manchmal verwischten sich die Familienrollen. Bevor Michael J. Fox sich ein Auto leisten konnte, holte Meredith Baxter ihn morgens ab, wie eine Mutter, die ihren großen Sohn zur Schule fährt. Wenn wir um 10 verabredet waren, fuhr ich vor seine Wohnung und hupte kurz. Ich dachte, das wäre das Zeichen für, ich bin da, komm raus. Aber es war so, dass ich hupte, dann eine kurze Pause, dann hörte ich seine Dusche angehen. Na gut, alles klar. Dann kam er aus dem Haus gerannt, schmiss sich ins Auto und die Haare trockneten, während wir zu Paramount rasten. Trotz des sehr guten Sendeplatzes war Hilfe, wir werden erwachsen, nicht auf Anhieb ein Erfolg. Anfangs landete die Serie nicht mal unter den ersten 30. Aber NBC mochte die Show vor allem auch wegen Michael J. Fox und gab ihr Zeit. Als ich Hilfe, wir werden erwachsen entwickelte, stand Alex Keaton zunächst nicht im Mittelpunkt. Die Serie drehte sich eigentlich um die Eltern. Aber interessanterweise reagierte das Live-Publikum von Anfang an mehr auf Alex. Sie wussten ja nichts über ihn, aber immer wenn Michael kam, beugten sich alle nach vorne. Sobald er abging, lehnten sich alle wieder zurück. Er stahl allen die Show. Er kam raus und ganz Amerika fragte sich, wer ist eigentlich dieser Kanadier? Er ist witzig, smart und cool. Ab der dritten Staffel war Ellen war nicht zimperlich und kam gut klar damit, Alex Keatons Freundin zu sein. Die Schauspielerin Tracy Pollin war von Anfang an die Favoritin für die Rolle der Ellen. Aber Fox äußerte sich nicht richtig dazu. Ich bat Mike, Szenen mit Schauspielerinnen zu lesen. Er war großherzig, wie immer, lachte mit ihnen und machte ihnen die Situation so angenehm wie möglich. Danach fragte ich ihn, was meinst du? Er, ich weiß nicht, entscheide, wie du meinst. Darauf ich mag Tracy Pollin. Und er sagte, mir egal, entscheide du. Gary Goldberg entschied sich für Tracy Pollin, doch plötzlich war sie sich nicht sicher. Ich habe wirklich damit gehadert, ob ich diesen Job annehmen sollte. Ich arbeitete in New York und war glücklich dort. Für diese Rolle musste ich nach Los Angeles ziehen. Ich hatte richtig Angst vor der Entscheidung und fragte jeden, den ich kannte, soll ich oder soll ich nicht? Natürlich nahm sie die Rolle an. Ihre Fernsehbeziehung verlief folgendermaßen. Junge trifft Mädchen, Mädchen findet, dass Junge ein eingebildeter Trottel ist, Mädchen verliebt sich trotzdem in ihn. Im wahren Leben war es beinahe genauso. Als Tracy zur Show kam, stand Zurück in die Zukunft bei mir an erster Stelle und Hilfe, wir werden erwachsen an zweiter. Ich genoss scheinbar Narrenfreiheit und niemand gab mir Kontra. Tracy kam eines Tages vom Mittagessen. Sie war wohl beim Italiener gewesen. Ich scherzte also rum und fragte, hey, hast du Knoblauch gegessen? Sie sagte keinen Ton. Dann gingen wir in die Kulisse für die nächste Szene und sie sagte, das war absolut unhöflich von dir. Du bist ein blödes... Das Wort sage ich jetzt nicht. Ich sagte ein Schimpfwort. Genau. Und ich dachte nur, wow, wie cool. Sie war klug, witzig und hatte den Mut, mich zurechtzuweisen. Tracy Pollin sollte nur ein Jahr lang in der Serie mitspielen. Da beide in Beziehungen steckten, kamen sie und Fox während dieser Zeit nicht zusammen. Etwa ein Jahr später war Michael J. Fox nicht mehr mit Nancy McKeon zusammen. Er hörte, dass Tracy sich von Kevin Bacon getrennt hatte. In einem Interview sagte er so etwas wie, oh, wie schade, wo ist das Telefon? Er rief sie sofort an. Als sich beide während der Dreharbeiten zu Bright Lights, Big City wieder begegneten, waren sie ungebunden. Allerdings nicht lange, denn schon 7 Monate später heiratete das Paar.
Der größte Verdienst meiner Eltern ist ihre Art, ein Familienleben zu führen, sodass ich den starken Wunsch hatte, es ihnen gleich zu tun. Fox drehte in den 80ern viele weitere Filme, doch er hielt sein Versprechen und blieb bis zur letzten Episode bei Hilfe, wir werden erwachsen. Das auskam schließlich. Und helf dir, einen Agenten zu finden. Der Rest ist deine Sache. Michael J. Fox fand schnell einen Agenten, doch als Kanadier benötigte er auch ein Arbeitsvisum, in dem stand, dass er besondere Fähigkeiten habe, die kein amerikanischer Schauspieler hätte. Meine besondere Fähigkeit war, dass ich viel jünger aussah. Dadurch konnte die Filmproduktion Geld sparen, weil ich länger arbeiten durfte als jeder Minderjährige und sie keinen Betreuer bezahlen mussten. Es ist so witzig, dass alles von einer hormonellen Störung abhing und nicht von meinem mimischen Talent. Michael J. Fox erhielt kleine Engagements, darunter sogar eine feste Rolle in der Serie Palmerstown, USA. Dieses Drama über Rassenkonflikte in den 30er Jahren wurde von zwei Schwergewichten der Branche kreiert. Dem Produzenten Norman Lear sowie Alex Haley, dem Autor des Buches Roots. Fox dachte, Palmerstown könnte ihm eine längerfristige Perspektive eröffnen. Die Serie erhielt gute Kritiken, aber schlechte Einschaltquoten und wurde 1981 schnell wieder eingestellt. Im selben Jahr kam endlich Leo and Me in Kanada heraus, doch ebenfalls mit wenig Erfolg. Ohne Geld, Vorsprechtermine und Unterstützung von Familie oder Freunden hatte Fox schwer zu kämpfen. Damals war ich sehr verzweifelt, finanziell und in jeder anderen Hinsicht. Es war sehr riskant. Er sah nicht gerade wie der typische Filmheld aus. Doch aufgeben kam nicht in Frage. Er hatte Kanada verlassen, um gegen jede Wahrscheinlichkeit in Hollywood Fuß zu fassen. Er hatte Talent und Selbstvertrauen, doch hatten 164 cm bübischer Charme eine Chance? Seit 3 Jahren war Michael J. Fox in Hollywood. Bis 1982 ohne sichtbare Ergebnisse. Er hatte seine kanadische Heimat mit den hochfliegenden Plänen verlassen, erfolgreicher Schauspieler oder sogar ein Star zu werden. Stattdessen durchlitt er das typische Schauspielersyndrom, Ablehnung und Armut. Doch sein Ehrgeiz und seine Geduld zahlten sich aus. Für die Serie Hilfe, wir werden erwachsen sollte die Rolle des Alex P. Keaton besetzt werden. Diese Figur prägte seine Karriere so sehr, dass man sich kaum jemand anderen für diese Rolle vorstellen kann. Doch sie wäre beinahe an einen anderen gegangen. Ursprünglich sollte ein junger Schauspieler die Rolle erhalten, der noch nie zuvor gespielt hatte, Matthew Broderick. Doch der machte einen Rückzieher. Mike war der Nächste, den ich mir ansah. Aber es war schwer, sich auf jemand anderen einzustellen, da ich noch auf Matthew fixiert war. Zum Glück stellte sich die Castingchefin Judith Weiner auf jemand anderen ein. Sie sah in Fox. Michael J. Fox erschien selten zum Unterricht. Nur bei Vorsprechterminen war er unermüdlich. Er wurde für erste kleine Fernseh- und Bühnenrollen engagiert, doch seine kindliche Erscheinung war oft ein Hindernis. Er sah lange Zeit jünger aus, als er war. Ich war so klein. Ich sah erst mit über 20 wie ein Teenager aus. Es gab sicher viele Rollen, die er gerne bekommen hätte, für die er aber zu jungenhaft aussah. Selbst als erwachsener Mann sah er noch sehr jung aus. Es war schwer für ihn, Erwachsenenrollen zu bekommen. Aber schließlich hat sich das für ihn bezahlt gemacht. Michael J. Fox fand einen Weg, seine Körpergröße in einen Vorteil zu verwandeln. 1976 produzierte das kanadische Fernsehen eine neue Serie über Leo, einen Junggesellen, und Jamie, seinen 10-jährigen Neffen, sowie deren Missgeschicke auf einem Hausboot. CBC suchte einen 10-Jährigen für eine Fernsehserie. Ich war 15, sah aber wie 10 aus. Sie wollten einen aufgeweckten 10-Jährigen. Ich war der aufgeweckteste 10-Jährige, den sie je gesehen haben. You know, all the big pros, they get them. Yeah, but I'm gonna blow it, Leo. All those people looking at me. Forget about it. Die Rolle, die er in der Serie spielte, mied Kameras und Rampenlicht, während sich der echte Michael J. Fox danach sehnte. Doch die CBC ließ die Bänder im Schrank verschwinden. Erst 4 Jahre später wurde Leo and Me in Kanada ausgestrahlt.
So lange wollte Fox nicht auf den Ruhm warten. Er wollte nicht mal den Highschool-Abschluss machen. Mit 17 ging er von der Schule ab und überzeugte seinen Vater, dass er es als Schauspieler in Hollywood schaffen würde. Der war skeptisch, belud aber das Auto und fuhr seinen Sohn nach Los Angeles. Mein Vater fuhr mich zwar nach Kalifornien, aber sagte nicht, klar, was immer du willst, sondern, gut, ich fahre dich da runter und helfe dir, einen Agenten zu finden. Der Rest ist deine Sache. Michael J. Fox fand schnell einen Agenten, doch als Kanadier benötigte er auch ein Arbeitsvisum, in dem stand, dass er besondere Fähigkeiten habe, die kein amerikanischer Schauspieler hätte. Meine besondere Fähigkeit war, dass ich viel jünger aussah. Dadurch konnte die Filmproduktion Geld sparen, weil ich länger arbeiten durfte als jeder Minderjährige und sie keinen Betreuer bezahlen mussten. Es ist so witzig, dass alles von einer hormonellen Störung abhing und nicht von meinem mimischen Talent. Michael J. Fox erhielt kleine Engagements, darunter sogar eine feste Rolle in der Serie Palmerstown, USA. Dieses Drama über Rassenkonflikte in den 30er Jahren wurde von zwei schwer getagt. Am Abend raste er dann zu seinem Zweitjob und arbeitete bis in den frühen Morgen hinein. Dieser Zeitplan ließ Michael J. Fox nur 2 oder 3 Stunden Schlaf, bevor das Ganze wieder von vorne losging. Es war eine übermenschliche Leistung, tagsüber unsere Show und abends zurück in die Zukunft. Trotzdem wurden wir langsam stinkig, weil er immer müde war. Klar war er müde, aber er wusste, er muss antreten. Diese Show war seine erste Verpflichtung. Ohne sie hätte es den Film nicht gegeben, also streng dich an. Und das tat er. Er war ein kluger Junge. Er war sehr professionell. Er wusste, es gab viel zu tun und er war hoch konzentriert. Er ließ sich nicht durch Anerkennung ablenken und er war sehr fleißig. Falls Michael J. Fox müde war, sah man es ihm nicht an. Christopher Lloyd spielte den nervösen, aber brillanten Mentor von Marty McFly. Sie waren ein großartiges Gespann. Es war einfach da. Ich war Doc und er war Marty. Wir mussten nicht daran arbeiten. Wir waren es. Das Publikum war derselben Meinung. Zurück in die Zukunft wurde der Kassenschlager und sofort ein Klassiker. Es ist einer der seltenen Filme, die alle Altersgruppen ansprechen. Die Kritiker überschlugen sich. Alle paar Jahre gibt es einen Film, den man einfach umarmen möchte. Wir mochten Michael ja schon vorher. Nach Zurück in die Zukunft liebten wir ihn. Die ganze Welt verliebte sich in Michael J. Fox. Der Film erzielte den Kassenhit des Jahres und Michael J. Fox gehörte ab sofort zur ersten Liga. Doch noch war sein zweitklassiger Film nicht angelaufen. Nur einen Monat nachdem die Zukunftskomödie die Kassen hatte klingeln lassen, wollten die Produzenten von Teen Wolf sehen, ob dieser Goldjunge auch ihnen Glück bringen würde. Sie schmissen den Werwolf-Film auf den Markt und hielten den Atem an. Und es klappte. When the movie came out, Michael war jetzt ein großer Filmstar und Teen Wolf schlug Kapital aus seinem Namen. Überraschenderweise war der Film ganz gut. Nicht wie Zurück in die Zukunft, aber ganz nett. Dieser Kinoerfolg beunruhigte seine Fernsehfamilie. Bald gab es Gerüchte, dass er bereit war, seine Familienbande zu verlassen. Unsere Serie war ein Hit und manche Freunde und Geschäftspartner meinten, ich hätte einen schrecklichen Fehler gemacht. Warum? Sie sagten, schau mal, deine Serie ist ein Erfolg, das hast du nicht nötig. Dieser Junge wird ein Star werden und die Serie im Stich lassen. Hilfe, wir werden erwachsen, war nichts, und ich aufging. Und das war Michael J. Fox. Er war so in Fahrt, dass er kaum zu bremsen war. Er hat was Koboldhaftes an sich, aber ohne zu nerven. Er ist ein Schlingel, aber er geht nie zu weit. Seine inneren Qualitäten als Mensch sind immer sichtbar, wenn er als Schauspieler agiert. Für jemanden, der sich noch vor ein paar Jahren kaum Lebensmittel leisten konnte, war dieser Erfolg fast unwirklich. Aber Fox blieb vorsichtig und fast abergläubisch, damit es ihm ja nicht zu Kopf stieg.
Ich fühle mich gesegnet. Es ist, als müsste ich den Flaschengeist gut behandeln, damit meine Wünsche erfüllt werden. Man muss respektvoll und dankbar bleiben. Michael J. Fox wollte mit dem Serienerfolg im Rücken versuchen, eine Kinohauptrolle zu ergattern. Während einer fünfwöchigen Sommerpause hatte er einen haarigen Dreh. Teen Wolf war eine Low-Budget-Produktion, aber es war seine erste Hauptrolle in einem Film. Er war überzeugt, dass es auch seine letzte sein würde. Es war ein Teenager-Film über einen Werwolf und er musste eine Menge Haare im Gesicht haben. Nicht gerade ein Erfolgsrezept. Noch bevor der Film herauskam, war der Hollywood-Gigant Steven Spielberg auf Michael J. Fox aufmerksam geworden. Er war der Produzent bei einem schrägen Film über einen zeitreisenden Teenager. Doch es gab ein großes Problem. Die Produzenten von Zurück in die Zukunft waren meine Freunde. Sie kamen zu mir, weil sie Michael für die Hauptrolle wollten. Sie zeigten mir ihren Drehplan und es war unmöglich, die neue Staffel von Hilfe, wir werden erwachsen und Zurück in die Zukunft zu drehen. Denn für beides gab es einen engen Zeitrahmen. Ich bedauerte, ihnen diese Chance versauen zu müssen, aber es ging einfach nicht. Eric Stoltz, ein anderer Schauspieler, wurde als Marty McFly besetzt und die Dreharbeiten begannen. Michael J. Fox wusste nicht einmal, dass er für die Rolle vorgesehen war. Doch nach 6 Wochen funktionierte der Film mit Eric Stoltz einfach nicht. Spielberg bat ein zweites Mal verzweifelt um Michael J. Fox. Also tüftelten sie einen Zeitplan aus, bei dem sie nachts und am Wochenende drehten und fragten mich, ob das klappen könnte. Ich wollte es ihm wirklich ermöglichen. Ich wollte nicht, dass er wegen unserer TV-Serie nichts anderes machen kann. Fox hatte nur wenig Zeit, um sich auf die Rolle vorzubereiten, aber er wollte unbedingt beweisen, dass er das Zeug zu diesem Film hatte. Er war aufgeregt und wollte es gut machen. Es war eine fabelhafte Rolle und er wollte darin glänzen. Er stieß spät dazu, wir hatten schon seit 6 Wochen gedreht. Er sprang ein und hatte kaum Zeit, seinen Part zu lernen. Es gab viele Action-Szenen und er musste mit dem Film Art ein Familienleben zu führen, sodass ich den starken Wunsch hatte, es ihnen gleich zu tun. Fox drehte in den 80ern viele weitere Filme, doch er hielt sein Versprechen und blieb bis zur letzten Episode bei Hilfe, wir werden erwachsen. Das Aus kam schließlich 1989 nach 7 Staffeln. In diesen 7 Jahren hat Mike nie einen Tag gefehlt. Er hat nie eine größere Garderobe, einen besseren Parkplatz oder die erste Stelle im Abspann verlangt. Ziemlich ungewöhnlich. Als die Serie vorbei war, widmete sich Michael J. Fox seiner Filmkarriere. Doch die langen Aufenthalte an weit entfernten Drehorten belasteten seine junge Ehe mit Tracy. Fox war in den vielen Monaten der Trennung zum Trinker geworden. Das war nichts für mich. Es kam der Punkt, an dem es mich wirklich negativ beeinflusste und das war nicht das, was ich mir für mein Leben wünschte. Die Öffentlichkeit wusste nichts von seinem Alkoholproblem, aber Tracy machte sich immer größere Sorgen. Sie bat ihren Mann ganz offen, sich helfen zu lassen. Er entschied sich dafür. Er wollte mit dem Trinken aufhören und sein Leben ändern, und das tat er. Er gehört nicht zu den Menschen, von denen man liest, die in Clubs gehen, besoffen aus dem Auto purzeln oder sich auf dem Bürgersteig übergeben. Es war ein privates Problem und er ging äußerst verantwortungsvoll damit um. Er wollte sich helfen lassen und machte eine Therapie. Er sprach erst darüber, als er das Ganze taktvoll und mit Anstand behandeln konnte. Fox war trocken, seine Ehe wieder auf dem Kurs und das erste von 4 Kindern war unterwegs. Sein Leben schien geregelt. In seinem nächsten Film Doc Hollywood spielte er einen ehrgeizigen Arzt, der gezwungen wird, in einem Kaff Halt zu machen und dort das echte Leben kennenzulernen. Doch während der Dreharbeiten machte er eine verstörende Entdeckung. Die ersten Symptome hatte ich im November 1990. Mein kleiner Finger zuckte plötzlich. Ich dachte, ich hätte mir vielleicht den Arm oder die Schulter verletzt. Ich ging zu einem Arzt und fragte ihn, was das sei. Er meinte, Sie haben sich vermutlich den Musikantenknochen angestoßen. Also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe ja früher Hockey gespielt
und als kleiner Kerl einiges einstecken müssen. Da gewöhnt man sich an kleine Blessuren. Es war etwas viel Ernsteres. Michael J. Fox musste erst lernen, das Unbegreifliche zu begreifen. Er war noch keine 30, als die Ärzte ihm sagten, dass er Parkinson habe. Eine Krankheit, die man bisher von älteren Männern kannte. Fox beschloss, seinen Zustand so lange wie... Er muss antreten. Diese Show war seine erste Verpflichtung. Ohne sie hätte es den Film nicht gegeben. Also streng dich an. Und das tat er. Er war ein kluger Junge. Er war sehr professionell. Er wusste, es gab viel zu tun. Und er war hochkonzentriert. Er ließ sich nicht durch Anerkennung ablenken. Und er war sehr fleißig. Falls Michael J. Fox müde war, sah man es ihm nicht an. Christopher Lloyd spielte den nervösen, aber brillanten Mentor von Marty McFly. Sie waren ein großartiges Gespann. Es war einfach da. Ich war Doc und er war Marty. Wir mussten nicht daran arbeiten. Wir waren es. Das Publikum war derselben Meinung. Zurück in die Zukunft wurde der Kassenschlager und sofort ein Klassiker. Es ist einer der seltenen Filme, die alle Altersgruppen ansprechen. Die Kritiker überschlugen sich. Alle paar Jahre gibt es einen Film, den man einfach umarmen möchte. Wir mochten Michael ja schon vorher. Nach Zurück in die Zukunft liebten wir ihn. Die ganze Welt verliebte sich in Michael J. Fox. Der Film erzielte den Kassenhit des Jahres und Michael J. Fox gehörte ab sofort zur ersten Liga. Doch noch war sein zweitklassiger Film nicht angelaufen. Nur einen Monat nachdem die Zukunftskomödie die Kassen hatte klingeln lassen, wollten die Produzenten von Teen Wolf sehen, ob dieser Goldjunge auch ihnen Glück bringen würde. Sie schmissen den Werwolf-Film auf den Markt und hielten den Atem an. Und es klappte. When the movie came out, Michael war jetzt ein großer Filmstar und Teen Wolf schlug Kapital aus seinem Namen. Überraschenderweise war der Film ganz gut. Nicht wie Zurück in die Zukunft, aber ganz nett. Dieser Kinoerfolg beunruhigte seine Fernsehfamilie. Bald gab es Gerüchte, dass er bereit war, seine Familienbande zu verlassen. Unsere Serie war ein Hit und manche Freunde und Geschäftspartner meinten, ich hätte einen schrecklichen Fehler gemacht. Warum? Sie sagten, schau mal, deine Serie ist ein Erfolg, das hast du nicht nötig. Dieser Junge wird ein Star werden und die Serie im Stich lassen. Hilfe, wir werden erwachsen, war nichts ohne Michael J. Fox. Wenn er gesagt hätte, ihr könnt mich mal, ich gehe nach Hollywood und komme nicht zurück, wäre es ausgewiesen. Die Loyalität siegte, etwas Seltenes in Hollywood. Fox versprach, die Serie weiterzumachen. Er hat seine Wurzeln nicht vergessen, er war gut erzogen. Das hieß nicht, dass Fox keine Filme mehr machen würde. Er drehte zwei erfolgreiche Fortsetzungen von Zurück in die Zukunft. Doch sein außerordentlicher Erfolg in den 80er... Trotz der Herausforderungen, die Parkinson mit sich bringt, nennt Michael J. Fox seine Krankheit immer noch ein Geschenk. Ein Geschenk, das seine Lebenseinstellung völlig verändert hat und ihm half, seine wahre Bestimmung zu finden. Zusammen können wir vielleicht bald diese Krankheit besiegen. Aber gut, ich höre jetzt auf zu predigen. Ich will nichts beschönigen. Es kotzt mich an, es nervt. Und mit am schlimmsten ist die Einsamkeit. Aber dann treffe ich andere Parkinson-Kranke und man sieht sich nur an und muss gar nicht reden. Man weiß Bescheid. Und das Einzige, das dieses Bescheidwissen noch toppen kann, ist, wir können etwas ändern. Das ist ein tolles Gefühl. Und mehr erwarte ich gar nicht. Einfach andere Parkinson-Patienten treffen und sagen, ich weiß, aber wir tun was. J. Fox war ein Megastar der 80er Jahre.
Dafür gibt es heute kaum einen Vergleich. So einen Star gibt es nur alle 50 Jahre. In den 80er Jahren war sein jungenhaftes Gesicht überall zu sehen. Erstmal spielte er in einem absoluten TV-Renner, dann drehte er Zurück in die Zukunft und wurde damit zum Weltstar. Er wurde oft mit seiner langjährigen Freundin Nancy McKeon gesehen. Fox und McKeon waren in den 80ern ein sehr angesagtes Paar. Doch eigentlich war es die Chemie zwischen Alex und Ellen, die alle faszinierte. I'm crazy about you. I'd give anything to be with you. I can't live without you. Okay? Gotta go. See ya. I love you too, Alex. Alex und Ellen waren ein unglaublich anziehendes Paar. Alle liebten Alex und freuten sich mit ihm über seine Liebesbeziehung. Ellen war nicht zimperlich und kam gut klar damit, Alex Keatons Freundin zu sein. Die Schauspielerin Tracy Pollin war von Anfang an die Favoritin für die Rolle der Ellen. Aber Fox äußerte sich nicht richtig dazu. Ich bat Mike, Szenen mit Schauspielerinnen zu lesen. Er war großherzig, wie immer, lachte mit ihnen und machte ihnen die Situation so angenehm wie möglich. Danach fragte er: Aber wir tun was. Jay Fox war ein Megastar der 80er Jahre. Dafür gibt es heute kaum einen Vergleich. So einen Star gibt es nur alle 50 Jahre. In den 80er Jahren war sein jungenhaftes Gesicht überall zu sehen. Erstmal spielte er in einem absoluten TV-Renner, dann drehte er Zurück in die Zukunft und wurde damit zum Weltstar. Er wurde oft mit seiner langjährigen Freundin Nancy McKeon gesehen. Fox und McKeon waren in den 80ern ein sehr angesagtes Paar. Doch eigentlich war es die Chemie zwischen Alex und Ellen, die alle faszinierte. I'm crazy about you. I'd give anything to be with you. I can't live without you. Okay? Gotta go. See ya. I love you too, Alex. Alex und Ellen waren ein unglaublich anziehendes Paar. Alle liebten Alex und freuten sich mit ihm über seine Liebesbeziehung. Ellen war nicht zimperlich und kam gut klar damit, Alex Keatons Freundin zu sein. Die Schauspielerin Tracy Pollin war von Anfang an die Favoritin für die Rolle der Ellen. Aber Fox äußerte sich nicht richtig dazu. Ich bat Mike, Szenen mit Schauspielerinnen zu lesen. Er war großherzig, wie immer, lachte mit ihnen und machte ihnen die Situation so angenehm wie möglich. Danach fragte ich ihn: Was meinst du? Ich weiß nicht, entscheide, wie du meinst. Darauf ich mag Tracy Pollin. Und er sagte: Mir egal, entscheide du. Gary Goldberg entschied sich für Tracy Pollin, doch plötzlich war sie sich nicht sicher. Ich habe wirklich damit gehadert, ob ich diesen Job annehmen sollte. Ich arbeitete in New York und war glücklich dort. Für diese Rolle musste ich nach Los Angeles ziehen. Ich hatte richtig Angst vor der Entscheidung und fragte jeden, den ich kannte, soll ich oder soll ich nicht? Natürlich nahm sie die Rolle an. Ihre Fernsehbeziehung verlief folgendermaßen. Junge trifft Mädchen, Mädchen findet, dass Junge ein eingebildeter Trottel ist, Mädchen verliebt sich trotzdem in ihn. Im wahren Leben war es beinahe genauso. Als Tracy zur Show kam, er hat seine Wurzeln nicht vergessen. Er war gut erzogen. Das hieß nicht, dass Fox keine Filme mehr machen würde. Er drehte zwei erfolgreiche Fortsetzungen von Zurück in die Zukunft. Doch sein außerordentlicher Erfolg in den 80er Jahren war schwer zu halten.
Aus den Schuhen des lustigen Teenagers herauszuwachsen, die ihn berühmt gemacht hatten, erwies sich als seine schwerste Rolle. Manchmal will das Publikum einen Schauspieler, den es liebt, nicht in anderen Rollen sehen. Es ist dann enttäuscht. Er ist wirklich eine 80er-Jahre-Berühmtheit. Wenn man so mit einer Dekade verbunden ist, kann es schwer sein, sich weiterzuentwickeln. Er spielte Alex P. Keaton, Marty McFly, den Teenwolf. Er hat etwas Koboldhaftes an sich, aber ohne zu nerven. Sein Humor ist unglaublich. Er ist mutig und talentiert. Ich will nichts beschönigen. Es kotzt mich an, es nervt. Ich will nicht als krank gelten. Er nimmt etwas so Niederschmetterndes und sagt, ich kann da etwas bewirken. I know around here I might appear like a pretty clean-cut guy, but at home, forget about it, complete lunatic. Seine Karriere begann in den 80er Jahren mit der TV-Serie Hilfe, wir werden erwachsen. Als konservativer Teenager, der Nixon verehrt, prägte er vielleicht auch ein ganzes Jahrzehnt. God, I look good. Frauen fanden ihn sehr anziehend. Und Männer mochten ihn ebenfalls. Er hatte etwas Tollpatschiges an sich. Und selbst wenn er an deinem Stuhl sägte, musstest du ihn mögen. Er entwickelte ein feines Gespür für Komik. Er konnte mit nur einem Witz drei Lacher bewirken. Bereits mit 21 Jahren hatte Michael J. Fox viel erreicht. Eine höchst erfolgreiche Fernsehserie und die Hauptrolle in einem der größten Kassenschlager aller Zeiten. Zurück in die Zukunft. Damit festigte sich sein Status als A-Promi. Und selbst seine schlechteren Filme erzielten Millionenumsätze. Er hielt Teen Wolf wahrscheinlich für einen unbedeutenden Film, der ihm nichts bringt. Es war etwas viel Ernsteres. Michael J. Fox musste erst lernen, das Unbegreifliche zu begreifen. Er war noch keine 30, als die Ärzte ihm sagten, dass er Parkinson habe. Eine Krankheit, die man bisher von älteren Männern kannte. Fox beschloss, seinen Zustand so lange wie möglich nicht publik zu machen. Trotz seiner Beschwerden arbeitete er weiter. Doch seine Filme »Hilfe, jeder ist der Größte«, »Ein Concierge zum Verlieben« und »Greedy, Erben will gelernt sein« kamen bei weitem nicht an seinen Erfolg »Zurück in die Zukunft« heran. Für Michael J. Fox wurde es schwierig, seriöse Hauptrollen zu übernehmen, da man daran gewöhnt war, ihn in Komödien zu sehen. 1996 ging Michael J. Fox zurück zum Fernsehen. In Chaos City spielte er den zweiten Bürgermeister von New York. Die Show gibt es nur, weil Michael wieder Fernsehen machen wollte. Er hatte sich diese Show für sich vorgestellt und ausgesucht. Sein komödiantischer Instinkt ist unzerstörbar, unschlagbar. Für diese Art Unterhaltung ist er ein Genie. Es überrascht mich nicht, dass Michael J. Fox nach vielen Filmen, guten wie schlechten, wieder zum Fernsehen zurückkehrte. Er musste sich nicht mehr beweisen. Er war ein Mann mittleren Alters, seit langem glücklich verheiratet, hatte seine Alkoholsucht überwunden und gegen Parkinson gekämpft. Er war mit sich im Reinen und erkannte, welches Geschenk er dem Publikum mit dieser TV-Serie machen konnte. Die Rückkehr zum Fernsehen erwies sich als Glücksgriff. Die Einschaltquoten und Kritiken waren famos, doch es wurde immer schwerer für Michael J. Fox, sein trauriges Geheimnis zu wahren. Im März 1997 bemühte sich Michael J. Fox immer noch, seine Parkinson'sche Krankheit zu verbergen. Doch die Symptome verschlimmerten sich. In seiner Verzweiflung entschied sich Fox für eine noch unerprobte Hirnoperation. Die Risiken waren Lähmung, Koma
oder Schlimmeres. Der Eingriff half, einige der Zuckungen zu kontrollieren, doch nicht genug, um das Versteckspiel weiterzuführen. Eines Tages las er im Internet einige Webseiten über Parkinson und von den Erfahrungen anderer Leute. Es war, als würde dadurch deren Schicksal etwas ins Licht gerückt. Da entschied er sich, an die Öffentlichkeit zu gehen, um dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Nachdem er es 7 Jahre lang für sich behalten hatte, war es nun an der Zeit, die Weltöffentlichkeit über seine Krankheit zu informieren. Michael J. Fox, one of America's best-loved actors, has decided to publicly announce that he's been battling